Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen Politik verstehen. Ja, wo ist er? Der Applaus, der normalerweise stattfindet bei dieser Sendung, der Applaus fällt heute flach. Wir haben heute auch kein Publikum da, denn wir nehmen diese Sendung in Zeiten der Corona auf und da ist alles ein bisschen anders. Meine Gäste haben auch mehr Abstand als normalerweise. Der Tisch ist weg, wir haben nicht gespart, sondern das soll so sein. Denn das sind eben ganz spezielle Zeiten heutzutage und deswegen haben wir auch ein Thema, das wir aber nicht extra wegen Corona angesetzt haben, das stand schon vorher, aber es passt natürlich, wir werden auch zu Corona sprechen, aber eben nicht nur zu Corona. Das Thema der heutigen Sendung heißt Rechtsstaat BRD, wenn der Rechtsbruch zur Normalität wird. Und da gibt es diesmal kein Fragezeichen, denn das ist leider so. Ich freue mich sehr, hier in dieser Runde zum wiederholten Male Professor Dr. Josef Foschebodt zu begrüßen. Herr Foschebodt, wir kennen uns natürlich schon von KenFM im Gespräch. Sie sind Zeithistoriker, Spezialist für Geschichte des Kalten Krieges. Forschungsschwerpunkte sind Überwachung der Bürger. Und Sie haben zwei Bestseller, die da auch auf dem Tisch liegen, nämlich Überwachtes Deutschland und Verfassungswidrig, das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg. Und Sie haben 2018 einen Preis bekommen, den Richard-Schmidt-Preis für herausragende Veröffentlichungen auf dem Gebiet der juristischen Zeitgeschichte. Und damit sind Sie ausgezeichnet worden. Sie können, die Sie hier sind, diesem Mann einen Applaus geben. Das würde ich sehr begrüßen. Wunderbar. Ich freue mich auch sehr, zum ersten Mal heute einen Anwalt aus Hamburg da zu haben, nämlich Rolf Karpenstein. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben neulich mal telefoniert. Das fanden wir sehr, sehr spannend, Sie hierher zu bringen. Denn Sie gelten ja auch als harter Hund in Hamburg. Sie sind spezialisiert auf das Europarecht. Und wir wollen mit Ihnen mal darüber sprechen, ob eigentlich das, was viele von uns denken, ob das eigentlich so ist, dass wenn ein Bürger Probleme hat mit dem Staat, ob er dann zum Gericht geht und ob das dann geklärt wird. Herr Karpenstein, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wunderbar. Richtig, das ist Peter Michael Diestel, Rechtsanwalt, letzter Stellvertreter der DDR. Er war nämlich Innenminister für 147 Tage, wenn ich mich recht entsinne. 174, genau. CDU-Mitglied und ist auch als Anwalt natürlich inzwischen tätig. Jurist mit eigener Kanzlei und zwar in Plau am See. Darum beneide ich Sie. Ich freue mich sehr, Herr Diestel, auch mit Ihrem aktuellen Buch, dass Sie bei uns sind. Denn auch Sie werden sicherlich eine Meinung dazu haben, dass wir dieses Grundgesetz hier auf dem Boden haben. Denn für dieses Grundgesetz sind Sie ja damals 1989 mit auf die Straße gegangen. Schön, dass Sie hier sind. Danke. Ja, und ich freue mich auch zum wiederholten Male Paul Schreier hier zu haben. Paul Schreier ist Autor von diversen Sachbüchern, er hat außerdem das Medienportal Multipolar, was ich schwer empfehlen kann, und das aktuelle Buch, was auch hier auf dem Tisch liegt, neulich war er dazu bei KenFM im Gespräch, heißt Die Angst der Eliten, wer fürchtet die Demokratie? Ich glaube, wir ahnen, wer die Demokratie fürchtet. Wir können uns heute auch darüber unterhalten, Herr Schreier, warum wir eigentlich immer noch keine direkte Demokratie haben und ob sie jetzt nicht vielleicht nötig wäre. Herr Foschebodt, ich möchte mit Ihnen anfangen. Wenn Sie sehen, dass wir hier symbolisch das Grundgesetz auf den Boden gepackt haben, macht das was mit Ihnen? Ja, ich habe schon lange darüber nachgedacht, weil ich es ungewöhnlich finde. Es erzeugt ein ungutes Gefühl bei mir, dass das Grundgesetz auf dem Boden liegt. Das liegt vielleicht daran, dass ich in meinen Forschungen erst einmal richtig erkannt habe, wie bedeutsam diese Verfassung ist, sagen wir mal, nennen wir es beim Namen, und welche Rolle sie auch in der Bundesrepublik gespielt hat, aber auch, wie stark sie immer beschädigt worden ist in den beiden Forschungsprojekten, die ich in den letzten Jahren durchgeführt habe. Das heißt, das bereitet Ihnen regelrecht Unwohlsein? Sie sehen da diese symbolische Geste wirkt bei Ihnen etwas Körperliches? Ich würde es gerne in die Mitte stellen. Ich würde es gerne groß hier zwischen uns stellen, um zu zeigen hier, das ist etwas, worauf wir stolz sein können, was wir verteidigen müssen und was leider in der Wirklichkeit häufig nicht so angewendet worden ist, wie wir uns das wünschen würden. Wir werden darauf noch kommen, das haben Sie in Ihren Büchern ja oft behandelt, dass die Verfassung ausgehebelt wurde. Ich glaube, das Einmalige an der jetzigen Situation ist, dass das vor unseren Augen passiert. Sie als Historiker bringen das ja immer und sagen, übrigens vor 30 Jahren hat der Staat das dauernd gemacht und ihr habt das nicht mitbekommen. Jetzt erleben wir das im Moment. Halten Sie die Situation, wie wir sie im Moment vorfinden, für eine, wo man sagen kann, das Grundgesetz wurde vor unseren Augen tatsächlich beschädigt? Ja, also dieses Gefühl habe ich auch jetzt. Das ist so wie ein Film, der abläuft. Und ich fühle mich manchmal in meine Zeit in den Archiven zurückversetzt, wo ich dann diese Erfahrung erst einmal machen musste und auch die Entdeckung. Das war mir auch
eigentlich, ich habe ja kein Interesse daran gehabt, die Verfassungswidrigkeit herauszuarbeiten, aber ich musste sie herausarbeiten, weil die Akten ja ein deutliches Zeichen waren. Und insofern ist es hier jetzt so, dass wenn ich in die Realität schaue, jetzt bei der Corona-Krise, die Angst ist da, sie wird geschürt. Es gibt Eliten, die steuern und sie müssen die Bürger immer wieder einheizen. Es geht über die Medien raus und man wird bedrängt und dann gibt es Leidensgeschichten und so weiter. Alle diese Dinge sind auch seinerzeit im Kalten Bürgerkrieg in der Bundesrepublik und in der DDR abgelaufen. Und etwas Ähnliches spüre ich da. Da gibt es auch Papiere, da sagt dann der Innenminister Schröder, sagt, es ist unsere Aufgabe, die Leute immer wieder anzuspornen, dass sie sehen, der Kampf gegen den Kommunismus ist das Größte, was wir haben. Und das müssen wir tun und wir müssen sie anheizen. Das ist unsere Aufgabe der Politik, auch wenn es nicht immer angenehm ist, in der Öffentlichkeit das den Menschen beizubringen. Und das ist ja ähnlich. Herr Distel, wenn Sie sehen, dass das Grundgesetz hier auf dem Boden liegt, macht das was mit Ihnen? Ich meine, 89 waren Sie einer derjenigen, die dafür gesorgt haben, dass das Grundgesetz auch auf dem Gebiet der DDR stattfindet. Jetzt ist es hier auf dem Boden. Ist das übertrieben Ihrer Meinung nach? Oder sagen Sie, gar nicht, die Geste ist passend? Also da gehört es zweifelsfrei nicht hin. Ich bin doch als jemand, der sich mit dem Verfassungsrecht intensiv beschäftigt hat, ich habe auch an der verschiedenen Landesverfassung mitgearbeitet, ich war in Brandenburg Verfassungsausschussvorsitzender. Es klingt komisch, ich liebe meine Frau und dieses Grundgesetz. Vielleicht ist die Reihenfolge falsch. Das ist ein tolles Gesetz, es ist eine tolle Verfassung und ich muss auch darauf nochmal abstellen, wie sie entstanden ist, nämlich nach dem größten Unglück, das unser Vaterland irgendwann mal erreicht hat, nämlich nach dem 8. Mai 1945, diese Zeit, die Nachkriegszeit, ist es entstanden von klugen Leuten, die das geschaffen haben und jetzt ist es modern, opportun, einfach darüber hinwegzugehen. Das tut mir physisch weh. Und die Frage haben Sie gar nicht gestellt, aber ich möchte dazu sagen, die Menschen, die jetzt Politik gestalten, die über die Einschränkung der Grundrechte zum Beispiel entscheiden, die kennen das gar nicht. Sie sprechen von Eliten. Wo gibt es denn hier Eliten? Wer ist denn da elitär? Das hat doch was mit Bildung zu tun. Das hat was mit Auseinandersetzung mit Grundrechten zu tun. Wir haben keine Elite. Wir haben ein, zwei starke Politiker, aber wir haben ansonsten sehr viele Dummköpfe und Pappnasen, die einfach meinen, es ist selbstverständlich, uns als mündige Bürger uns zu empfehlen, wann wir uns die Hände waschen sollen, wie wir uns verkleiden sollen, wie wir uns umgestalten sollen. Das sind alles massive Grundrechtseingriffe. Die können notwendig und richtig sein, aber das können nicht Leute entscheiden, die dann irgendwann mal zusammensitzen. Das kann nicht eine Ministerpräsidentenkonferenz, die überhaupt keine verfassungsrechtliche Determination hat. Die gibt es gar nicht. Da gibt es Leute, die sich für wichtig halten und sagen, Distel, du musst mit einem Mundschutz einkaufen gehen. Das kann so nicht sein. Diese Entscheidung kann richtig sein. Die kann richtig sein, ich bin da medizinisch zu wenig gebildet, aber diese dürfen mir das nicht sagen. Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag, die Fraktionen, die hören sich das an, was diese Wichtigtuer im Koalitionsausschuss oder in der Ministerpräsidentenkonferenz sagen. Das darf so nicht sein, das widerspricht dem Grundgesetz. Und wissen Sie, wenn man uns schon so einschränkt, ich unterstelle immer, es kann eine Notwendigkeit dazu geben. Dann muss man das den Menschen so erklären und dann muss man sagen, jetzt müssen wir euch mal kurzzeitig das Allerwichtigste nehmen, was euch gehört, nämlich die Grundrechte. Und dafür fehlt jede Diskussion, dafür fehlt nach meinem Dafürhalten auch die Voraussetzung. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass man darüber diskutiert und man muss einfach feststellen, es ist tragisch, dass es auf der Erde liegt. Die Ossis sind schräge Leute. Ich bin sehr stolz, dass ich zu diesen schrägen Figuren gehöre. Wir haben uns dieses Grundgesetz erstritten und ganz bewusst muss ich sagen, werden wir vom Osten Deutschland her einen großen Beitrag leisten, dass es erhalten wird. Und diese große Bereitschaft, ich schweife ganz kurz ab, der Ostdeutschen anders zu sein, auch wenn die Ossis viel AfD wählen, eine ungeliebte Partei, auch bei mir unbeliebt. Die Ossis sind keine Nazis. Sie wollen bloß dieses Verordnete nicht. Sie wollen nicht, dass irgendeiner ihnen was erklärt. Sie wollen einfach so sein, wie es im Grundgesetz vorgesehen ist. Und deswegen lassen wir uns das nicht geben. Und bei aller wichtigen Europadiskussion, bei aller wichtiger Klimadiskussion, in diesem Gesetz steht drin, wie wir uns verhalten wollen und verhalten müssen. Und deswegen bin ich traurig, dass es auf der Erde liegt. Aber ich bin kein symbolhafter Mensch. Ich versuche durch mein Leben
sagen wir mal, mit den Grundrechten, mit meiner Diskussion, mit meiner anwältlichen Tätigkeit, Herr Grabenstein leider auch. Sie hat mir ja versprochen, es kommt kein anderer Anwalt außer mir, nur ist Herr Grabenstein da. Und er ist erschreckenderweise auch ein sympathischer Mensch. Aber darüber wollten wir nicht reden. Ein wichtiges Gesetz, eine wichtige Verfassung. Und wenn man den Vergleich hat, Herr Kollege, die weitgehendste Verfassung, die ich kenne. Mhm. Alleine vom Grundrechtskatalog, die weitgehendste Verfassung, die ich kenne. Herr Schreier, fühlen Sie sich als jemand, der auch im Osten geboren und sozialisiert wurde, im wahrsten Sinne des Wortes bevormundet? Und würden Sie sagen, dass gerade weil der DDR-Bürger das Grundgesetz vor 30 Jahren sich mit erstritten hat, dass er deswegen vielleicht besonders allergisch reagiert, wenn man ihm das jetzt beschneidet? Weil ich erlebe die Proteste eher auch in der östlichen Seite. Im Westen ist man sehr angepasst und geht da mit. Ja, man hat natürlich im Osten eine andere Lebenserfahrung mit Bevormundung, was das angeht, ganz klar. Eine Voraussetzung von Herrn Diesel möchte ich aber doch in Frage stellen. Es haben natürlich nicht alle Bürger in der Wendezeit jetzt für das Grundgesetz gestritten, sondern viele haben auch dafür gestritten, dass ein wichtiger Artikel des Grundgesetzes umgesetzt wird, dass man nämlich eine neue verfassungsgebende Versammlung einberuft und eine neue gemeinsame Verfassung sich gibt. Das war ein ganz wichtiger Punkt für viele Menschen damals in der Wendezeit, der leider keine Berücksichtigung gefunden hat. Aber davon abgesehen würde ich Ihnen voll zustimmen. Da gibt es natürlich eine andere Sensibilität im Osten für diese Art der krassen Bevormundung und Einschränkung. Und das ist eine Erfahrung, die aber jetzt viele Menschen im ganzen Land machen, aktuell. Mhm. Was stört Sie am meisten? Die Maskenpflicht, die ja von Bundesland zu Bundesland immer unterschiedlich gehandelt wurde, jetzt aktuell, ich meine, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, kann wieder alles ganz anders sein. Ist es das oder dass Ihnen jemand von oben herab sagt, ab sofort Artikel 8 gestrichen, unbestimmte Zeit vorübergehend, eine Wortkombination, die ich für höchst merkwürdig halte, vor allem wenn eine Frau, die von sich gibt, die ständig mit alternativlos operiert? Oder sagen Sie, man hat ja noch das Recht auf Widerstand, aber dann kriegt man Probleme mit der Polizei. Ich kann nur sagen, ich war am Rosa-Luxemburg-Platz, da wurde eine Frau, eine Deutschlehrerin in die Mangel genommen von der Polizei, weil sie das Grundgesetz mit sich trug. Und das haben wir auch gefilmt, wir zeigen es auf unserem Portal. Da hieß es, nehmen Sie diese unerlaubte politische Äußerung runter. Geht der Staat hier zu weit? Ja, natürlich. Also das ist ja überhaupt nicht die Frage. Der Staat geht zu weit und es muss auch die Frage gestellt werden, das wurde auch schon kurz angesprochen, wer hat überhaupt das Recht zu diesen Einschränkungen nach dem Grundgesetz? Wer ist überhaupt ermächtigt dazu? Wer darf das? Und diese Frage wird ja überhaupt nicht diskutiert. Wie Herr Diesel richtig gesagt hat, diese Ministerpräsidentenkonferenz, die in Telefonschalten jetzt alle zwei Wochen über unser aller Leben massivst bestimmt, so geht das nicht. Das ist einfach... Kann so nicht gehen. Ja. Die Hälfte von denen will Kanzler werden. Das darf so nicht gehen. Mhm. Völlig richtig. Herr Karpenstein, warum gehen die Menschen nicht einfach zum Gericht, tragen das vor und sagen, das ist nicht grundgesetzkonform? Da sagt ein Richter, ja, Stempel und die Situation ist aufgehoben. Ist doch ganz einfach. Dafür haben wir doch Anwälte. Ich glaube, es haben jetzt schon in den letzten Wochen sehr, sehr viele probiert, was mich auch doch eigentlich sehr glücklich stimmt. Ich habe da nicht die Einzelheiten beobachtet, habe mich selber auch zurückgehalten, das keinem empfohlen. Weil man nur sagen kann, im Moment wäre das noch aussichtslos. Sie werden jetzt in Deutschland allen Schwierigkeiten, die ich mit Richtern habe, im Moment wären es ja die Verwaltungsgerichte, bei denen man etwas probieren müsste, um irgendwie eine Lockerung zu erreichen oder die Aufhebung eines Verbots oder dass man seine Berufsfreiheit durchsetzt. Im Moment, heute noch, Stand heute, traut sich das kaum jemand in Hamburg, hat ja zum Glück jetzt letzte Woche schon ein Sportgeschäft, diese unsinnige Regelung, erfolgreich angegriffen, dass bei 800 Metern alles, Quadratmeter alles abgetrennt werden muss. Da habe ich natürlich sofort geguckt, welche Richter waren das denn? Ja, war die Gerichtspräsidentin war mit dabei in dieser Kammer beim Hamburger Verwaltungsgericht, hat mich sehr froh gemacht, weil die Gerichtspräsidentin doch etwas die Politik bestimmt bei einem Gericht. Dann habe ich so auch meine Schwierigkeiten mit dem Hamburger Oberverwaltungsgericht. Die haben dann sofort am gleichen Tag noch gesagt, halt. Die haben Beschwerde eingelegt. Eine Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Also die hätten eigentlich weiter eröffnen können. Aber wie das Hamburger Oberverwaltungsgericht so ist, hat es dann erstmal gesagt, nein, eine Hängeverfügung, ihr dürft jetzt nicht aufmachen. Also die Entscheidung wird kassiert. Innerhalb von einer Stunde war das, glaube ich. Ja. Wundert Sie das eigentlich, wie schnell man das Grundgesetz so runterfahren kann und wie lange sich das die Bevölkerung, auch die Anwälte in diesem Land, gefallen lassen? Also es gibt sicherlich da schon, jetzt in meinem Kreis, in dem ich verkehre, kann man sagen, wer lässt sich das gefallen? Ich habe jetzt wenige, die das unkritisch sehen. Ich kenne wenige und auch Mandanten sowieso nicht, die sehen das alle sehr kritisch. Für mich war ja noch viel schockierender, dass diese gesamte
Europäische Integration nennt man das ja, was wir seit 60 Jahren haben. Die gesamten EU-Verträge, angefangen mit dem EWG-Vertrag und wie sich das alles entwickelt hat, Maastricht, Amsterdam, immer mehr Grundfreiheiten. Ich bin ja ein Fan noch viel mehr des Grundgesetzes, also der europäischen Grundfreiheiten. Die sind noch viel weitreichender als Verfassung sozusagen, als Grundrechte, als das Grundgesetz. Was ich so mag an den Grundfreiheiten, da steht eben nicht drin, der Deutsche hat das Recht auf freie Berufswahl und dann geht das schon wieder zurück, sondern es ist viel schöner, in den Grundfreiheiten steht drin, den Mitgliedstaaten ist die Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs verboten. Oder den Mitgliedstaaten, also Deutschland, jedem deutschen Beamten, ist die Beschränkung des freien Warenverkehrs oder des freien Dienstleistungsverkehrs verboten. Und das ist unmittelbar anwendbar. Ist eigentlich ein viel schärferes Schwert, auch in der anwaltlichen Praxis, als... Also Herr Karpensteiner, aber das ist ja, wenn da steht, ist verboten, das ist ja nicht mehr interpretierbar. Das ist nicht interpretierbar. Dann kommen die Beschränkungen, dass... gibt ja die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs seit 60 Jahren... zwingende Erfordernisse des Gemeinwohls auch zu einer Beschränkung von den Mitgliedstaaten jetzt vorgesehen werden können. Und dann können wir vielleicht nachher noch mal intensiver darüber reden, was eigentlich die Voraussetzungen sind. Das ist schon sehr interessant. Für mich ist ja erstmal das Erschreckende, eigentlich müssten wir hier noch die ganzen EU-Verträge hätten wir noch hinlegen sollen, weil das ist für mich doch diese europäische Integration ja auch, die ist ja auch komplett weg. Ich hab also mir reicht die Schönheit dieser Dame. Die reicht mir schon. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Einen kleinen Einschub. Wir sprechen uns nachher ja sowieso noch mal. Sowieso noch mal. zu der Richterschaft. Wir beide haben natürlich berufsbedingt intensive Kontakte mit Richtern. Und ich habe das so festgestellt. Es kamen diese einschneidenden Maßnahmen, die ich für verfassungswidrig halte. In Gänze für verfassungswidrig. Vielleicht sind sie notwendig. Dann hätte man es anders organisieren müssen. Aber ich stelle gerade bei dem Personenkreis, der berufsbedingt diese Grundrechte kennt und umsetzt, ein Umdenken. Der Deutsche ist diszipliniert, obrigkeitsgläubig. Und er sagt erstmal, das ist das Erste, das ist auch irgendwie richtig, die werden sich schon was beidenken. Jetzt stellen wir alle fest, die haben sich nichts beigedacht, sondern sie haben den Rahmen, in dem wir denken müssen. Der liegt hier auf der Erde. Ich habe eben gesagt, die schöne Frau. Den Rahmen haben sie außer Acht gelassen. Und deswegen müssen wir unsere Stinkdrüsen aufmachen. Und ich sehe ein Rucken und ein Zucken in der deutschen Richterschaft. Nicht nur bei den Verwaltungsrichtern. Ich kriege das ja in Flurgesprächen. Wir müssen ja gelegentlich immer mal, das ist ja unser Job, Geld zu verdienen und auch mal ein deutsches Gericht zu betreten. Ich sehe die Unzufriedenheit und das beruhigt mich. Das macht mich irgendwie auch zufrieden. Wenn ich mich nicht irre, hat heute oder gestern wohl das saarländische Verfassungsgericht sehr weitgehende Entscheidungen getroffen. Die deutschen Gerichte agieren. Und die Hemdsärmlichkeit, mit der die Wichtigtuer in der deutschen Politik über diese wichtigen Grundsätze hinweggegangen sind, das wird sie beschädigen. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ich würde mal auf einen Punkt gerne hinweisen, was die Diskussion jetzt schon zeigt, ist, wir haben eine enorme Tradition und eine hohe Bereitschaft in der Bundesrepublik entwickelt, das Grundgesetz sehr schnell gewissermaßen zu vergessen oder zu verändern. Für altmodisch zu halten. Es gehört zum guten Ton, politischen Ton. Wenn der Verfassungsschutz wieder mal vortritt, dann kann er das nicht, dann muss er das, dann braucht er neue Kompetenzen, also müssen wir das Grundgesetz ändern oder irgendwie sowas. Das ist also eine Tradition in Deutschland. Eigentlich müsste es ja geradezu umgekehrt sein. Das heißt, wir haben eine Krise und in dieser Krise ist es die Verfassung politisch bewährt und danach müssen wir handeln. Warum müssen wir uns gewissermaßen in Einzelpersonen auflesen? Warum müssen wir nicht miteinander diskutieren? Wie können wir denn überhaupt die ganze Diskussion nur Virologen überlassen? Bei aller Achtung vor solchen Fachleuten. Wo sind denn die anderen, die jetzt ihre Existenz auf dem Spiel gesetzt haben? Wir müssen nicht in einen Diskurs gerade ein. Müssen wir uns nicht versammeln, um das gemeinsam zu lösen? Das heißt, und alle diese Rechte werden hier jetzt ausgeschaltet. Das ist einfach brutal und zeigt mir eigentlich, dass die Verfassung im Alltag unserer Politik keine große Rolle spielt.
Herr Foschelbrot, wir werden da gleich ansetzen, weil das, was wir hier eben erleben, das haben Sie gerade schon gesagt, da werden viele sagen, wieso denn? Hat Tradition, das passiert ja nicht das erste Mal. Mhm. Neu ist, dass das vor unseren Augen passiert und niemand sagen kann, das ist eine Verschwörungstheorie. Wir werden da gleich nochmal drauf kommen, aber da bin ich bei Ihnen, Herr Schreier. Sie sind ja heute hier, genau wie ich, jemand, der für die Medien auch steht. Mhm. Wir hören, wie gesagt, immer nur zwei Personen letztendlich. Wir hören Herrn Drosten von der Charité und wir hören Herrn Wieler vom RKI. Mhm. Ist natürlich kein Einzeltäter, dahinter ist schon eine Organisation. Aber es gibt ja mindestens 120 andere Mediziner oder Epidemiologen weltweit, die nicht zu Wort kommen. Und ich kann nur für meine Branche sprechen. Bei uns ist es jetzt, ich habe es gerade gehört, zum vierten Mal passiert, dass ein Beitrag, der darauf hinweist, dass es andere Stimmen gibt, bei YouTube gelöscht wird. Sogar ein Teaser auf das Gespräch, geht nur eine Minute, wird bereits gelöscht. Wo ist da die Presse? Das hat doch mit einer Demokratie, wo diskutiert werden muss, sonst wäre es keine, überhaupt nichts zu tun. Wo ist die Branche? Weil ich stelle fest, jeder, der abweicht, Sie werden es auch bei Multipolar erkennen, wird frontal angegriffen und zwar durch die Presse selber. Ja, es ist etwas wirklich sehr Seltsames passiert, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also Medienkritik machen wir, ich, Sie und viele andere ja schon lange. Ich habe mich in dieser Krise jetzt eigentlich sehr zurückgehalten bisher mit Medienkritik, weil mir das bodenlos erscheint. Aber was natürlich wirklich auffällt, ist dieser Punkt. Wir haben 2, 3 Experten, die also permanent Sendezeit bekommen von den Medien, in den großen Zeitungen, in den Sendern. Und der Erste, der mal aufgestanden hat und gesagt hat, es gibt auch noch eine andere Interpretation, der Wolfgang Wodak. Und als er Reichweite generiert hatte, als er auf YouTube 5 Millionen Leute erreicht hat, wurde er flächendeckend, das habe ich so auch noch nicht erlebt, flächendeckend von allen großen Medien niedergemacht. Jeder hat einen extra Fakten, einen vermeintlichen Faktencheck gemacht. Also seine Reputation wurde also in Grund und Boden gestoßen oder der Versuch unternommen. Bei Transparency. Ja, genau. Also eine ganz Riesenkampagne, das war halt der Erste. So, jetzt kommt der Zweite, kommt der Dritte. Professor Bhakti wurde auch hier interviewt. Viele andere, mehrere Dutzend führende Mediziner haben sich inzwischen geäußert. Da war gleich mein Gedanke, ja, was wollen die Medien denn jetzt machen? Wollen sie jetzt jeden Einzelnen genauso durch den Kakao ziehen wie den Herrn Wodak? Das ist doch absurd und das machen sie natürlich auch nicht. Aber da wird eben offensichtlich wie, ja, ich weiß gar nicht, was ich für ein Adjektiv dafür nehmen soll. Wahnhaft, dieser Glauben an die Wahrheit bei einer bestimmten Person, die eine Autorität verliehen bekommen hat von der Regierung, zu glauben, das ist jetzt die reine Wahrheit, an der wir uns alle orientieren müssen. Das ist ein so krasses obrigkeitsstaatliches Denken, was einen nur fassungslos machen kann. Mhm. Herr Diestel, erinnert Sie das, was Sie hier von der Presse erleben und auch selbst mitbekommen, so ein bisschen an ganz alte Zeiten aus Ihrem ehemaligen Deutschen, dass alle einer Meinung sind? Nee, es ist ganz anders. Früher, die erste Zeit in meinem Leben, die Sie im Auge haben, da sind wir durch Nichtinformationen außen vor gelassen worden. Heute haben wir ja Rechte, umfassende Rechte, Verfassungsrechte und dergleichen, und die werden gebeugt. Und man verlangt von uns Disziplin, Hände waschen, Mundschutz tragen und anderen Blödsinn. Und das ist, glaube ich, etwas ganz anderes. Weil wir alle wissen, das dürfen die gar nicht verlangen. Das können sie uns empfehlen, aber sie können nicht mit Ordnungsstrafen und mit strafrechtlichen Tatbeständen uns verfolgen, wenn wir unsere Grundrechte wahrnehmen wollen. Das ist etwas ganz anderes. Und ich glaube, das Problem liegt nicht im Obrigkeitsdenken. Das Problem liegt einfach daran, das, was im Grundgesetz als wichtigste Form des Umgangs der Menschen untereinander geregelt ist, rechtlich, normativ, verfassungsrechtlich, das kennen die gar nicht. Die machen eine Ministerpräsidentenkonferenz. Die telefonieren alle 14 Tage regelmäßig. Das kann so nicht sein. Das ist wie im Kindergarten. Und dagegen müssen sich die Menschen einfach zur Wehr setzen. Und ich sage immer wieder, sie sind nicht elitär. Das Wort Elite ist hier ein paar Mal gefallen. Mhm. Es sind keine elitären Menschen. Es sind im hohen Ganzen Leute, die sich eben nicht von der Verfassung, von dem Inhalt dieser Verfassung führen lassen. Und deswegen ist es ein sehr kritischer Umstand. Ich würde mich freuen, wenn in Deutschland dazu eine große, vielleicht auch in Europa, Herr Kollege, aber noch mehr in Deutschland, mir reicht das schon. Sie haben ja völlig recht. Mir reicht das schon, wenn das Grundgesetz ernst genommen wird und wenn dieser angebliche Mut und diese Modernität, das einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, wenn das als
Rechtsbeugung erkannt wird und als Rechtsbeugung bezeichnet werden kann. Mhm. Das, was Sie geschildert haben, ist doch völlig unglaublich, dass eine Frau ein Grundgesetz hochhält und dann als Virusleugnerin oder irgendwas Ähnliches bezeichnet wird. Es darf so nicht sein, oder dass eine Frau, die eine Verfassungsklage einreicht, egal wie sie strukturiert ist, die gehört nicht in die Klapsmühle. Das geht einfach nicht. Mhm. Ich will dir damit sagen, das habe ich aus dem Land, das Land, aus dem ich komme, das haben meine Gleichgesinnten und die vielen Menschen in der DDR aus anderen Gründen abgeschafft. Das ist nochmal so eine tumpe, simple Rechtsbeugung geben wird, dass nochmal die Menschen so hinters Licht geführt werden, wie wir es jetzt erleben, das habe ich nicht für möglich gehalten. Und das wird auch nicht gut gehen. Mhm. Dieser Widerstand, es sind einige wenige, Sie haben das sehr bescheiden, weil es Ihr Beruf ist. Sie wollen ja auch den Beruf weiter ausüben. Ich bin ja in einem Alter mit abgeschlossener Vermögensbildung. Das ist für mich nicht so wichtig, was andere über mich denken und was ich für mich, ich weiß mich zu verteidigen, und ich befürchte, der Grabenstein auch. Aber dieser Mut, meine Herren, der muss alle erfüllen, weil wir haben unendlich viel zu verlieren, wenn wir das auf die Erde legen, wenn wir diese wichtige Norm auf die Erde legen. Herr Voschepoort, ich möchte zu Ihnen zurückkommen als Historiker. Das, was wir hier im Moment erleben, dass das Recht gebeugt wird, und zwar hinter den Kulissen, dass auch das kaum jemand erfährt, weil die Presse möglicherweise vergattert wurde und es noch kein Internet gibt, das hat ja eine lange Tradition. Aber es gibt ja in Deutschland, wie in vielen demokratischen Staaten, dann eben Akten, und die werden ja nicht entgelagert, sondern erstmal gelagert, und dann darf man im Schnitt nach 25 oder 30 Jahren daran. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass daran wird auch gedreht. Also ich fordere ja einen Untersuchungsausschuss nach Corona, zu Corona, den man vielleicht in 30 Jahren einsehen kann, aber vielleicht auch erst in 60? Das ist also eine ganz schlimme Entwicklung, die da in den letzten Jahren eingesetzt hat und inzwischen ja auch durch eine Novellierung des Bundesarchivgesetzes abgeschlossen ist. Das nimmt natürlich keiner wahr. Nun, ich will das jetzt nicht in klein-klein darstellen, sondern die große Zeit der letzten 10 Jahre, wo es uns gelungen ist, einen großen Fundus, der noch schlummert in den Kellern und Archiven der Ministerien, zu lichten und zu lüften und damit einen neuen Zugang zur Geschichte der Bundesrepublik zu bekommen, durch den Mut auch damals eines Einzigen, der ja jetzt auch mal wieder mutig aufgetreten ist, Herrn Schäuble, der gesagt hat, das geht so nicht, die Akten müssen jetzt freigegeben werden, und sich als Innenminister dafür eingesetzt hat, dass dieses geschieht. Und daraus ist also ein Konzept entstanden, dass bis 2024 alle diese Akten, die im zweistelligen Millionenbereich anzusiedeln sind, systematisch aufgearbeitet werden, erfasst werden und dann auch gänzlich der Öffentlichkeit, Informationsfreiheit, ja, da fällt das drunter, auch wieder ein Grundrecht der Öffentlichkeit und natürlich auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wird. Und dieses ist jetzt systematisch durch die Bürokratie, die Bürokraten im Auswärtigen Amt, die Bürokraten im Bundeskanzleramt, die Bürokraten, ich muss es mal einfach so nennen, sie laufen da ja alle rum, Sie kennen sie ja, wenn Sie da in diesem Viertel mal zu Fuß herumgehen, dann sehen die ja ähnlich aus. Und das sind die alle, die dafür die Verantwortung tragen. Die haben sich einfach gesagt, ohne mehr Personal geht das gar nicht, also müssen wir einen anderen Weg beschreiten, und dieser kann nur sein, wir geben sie einfach nicht mehr frei. Das heißt also, wir drehen ein Wort um, nämlich das wichtige Wort der Freigabefrist, wonach die Akten bislang immer alle 30 Jahre an der Vorzeit dann gemessen freigegeben werden. So, und daraus hat man jetzt eine Schutzfrist gemacht. Das heißt, wenn in einer Akte noch ein VS-gestempeltes, also Verschlusssache gestempeltes Dokument, ein Dokument sich befindet, wird diese gesamte Akte beiseite gelegt, und es kriegt den neuen Stempel, weitere 30 Jahre gesperrt. Das führt de facto dazu, dass die Akten der Bundesrepublik jetzt auf 60 Jahre unter Verschluss geraten. Das ist wie im Vatikan. Also das heißt, im Moment ist es sogar liberaler, der Vatikanarchiv, als wir da sind. Und kein Mensch nimmt dieses wahr. Vorreiter interessanterweise das Bundesverfassungsgericht. Das hat schon 2013 diese Frist wieder auf 60 Jahre für sich selber da hochgesetzt. Und angeführt wird dann eine Geschäftsordnung des Gerichts. Aber wir haben ein zentrales Gesetz, das Bundesarchivgesetz. Das müsste auch für das Verfassungsgericht gelten. Denn auch
das hat sich an Recht und Gesetz zu halten. Und die sind mit großen Stiefeln vorgegangen. Und dann kam natürlich der Verfassungsschutz und dann kamen auch die Bundesnachrichtendienste und. Und was kommt noch dazu? In dieses Bundesarchivgesetz hat man nun alle diese, ich sag's jetzt mal, Schweinereien reingeschrieben, die sonst eigentlich andere gemacht haben. Wir erinnern uns alle noch sehr gut, das Stürmen der Stasi-Gebäude, damit verbunden war, die Akten zu schreddern und was weiß ich alles. Und heute machen wir es umgekehrt. Wir schreiben in das Gesetz eines freiheitlich-demokratischen Systems hinein, dass es staatliche Behörden natürlich nicht verpflichtend ist, die Akten abzugeben, wenn sie eine Pflicht dazu haben, sie zu schreddern bzw. zu vernichten. Und das kann doch wohl nicht wahr sein. Das heißt also, die Akten gehören nicht dem Staate. Und da bin ich jetzt bei der ganz zentralen Forderung auch hier mit dem Grundgesetz. Unser Grundgesetz unterscheidet sich ja, dass der Staat ist nicht die oberste Instanz. Die Grundrechte sind ein Recht, was dem vorausgeht. Das steht über dem Staat. Der Staat kann die Grundrechte nicht gewähren, er kann sie nur gewährleisten. Und das ist der große Unterschied. Das Grundgesetz ist das Betriebssystem. Ja, natürlich. So, und auch ein Bundesverfassungsgericht, und es ist eine Schande, was ich da gefunden habe, über die Praxis auch im Bundesverfassungsgericht der früheren Jahre, ist an Recht und Gesetz zu binden. Und das ist das große Problem, was wir auch heute haben und was mit dieser Corona-Krise jetzt tagtäglich uns umgibt. Naja, vielleicht die große Chance, dass wir jetzt vielleicht mal auch darüber sprechen, weil niemand kann von sich heute behaupten, Corona, davon habe ich nichts mitbekommen. Ja. Das ist vielleicht die große Chance, die wir haben. Aber Herr Karpenstein, ich möchte vielleicht mal die Kollegen in den Behörden verteidigen, die haben einfach zu wenig Personal. Was sollen die machen? Ja, ich finde auch, also ich bin jetzt noch total vorsichtig mit irgendeiner Bewertung, was da um uns rum alles passiert. Also auch mit einer juristischen Einordnung. Das fängt an, haben wir überhaupt eine Ermächtigungsgrundlage in diesem Infektionsschutzgesetz? Was ist da jetzt dazugekommen durch die Änderungen? Da sieht man ja selbst, dass einige Verwaltungsgerichte das mal so offen lassen, ob die Ermächtigungsgrundlage da ist und so weiter. Also ich enthalte mich da bisher noch jeder Wertung und würde auch keinem Mandanten empfehlen, da jetzt überhaupt ganz groß was zu machen, es sei denn, es wird langsam offenkundig unverhältnismäßig am Ende. Aber das, was Sie jetzt natürlich sagen, das, was nach außen kommuniziert wird von den Bund und den Ländern, dieses bisher nicht dagewesene Konglomerat, dass sich die Bundesregierung mit den Landesfürsten dort zusammensetzt und entscheidet, ich kann da nachher noch was zu sagen, es gibt so ein Gremium, nennt sich Glücksspielkollegium, das ist im Bereich des Glücksspiels und der Sportwetten immer das entscheidende Gremium. Die agieren auch so, werden aber von allen hessischen Gerichten und anderen als verfassungswidrig angesehen. Das erinnert mich jetzt sehr stark daran. Aber was mich doch viel mehr interessiert, und es wäre ja natürlich auch toll gewesen, wenn wir einen Vertreter von den Behörden hier hätten, der uns mal sagen kann, wie läuft, also von den oberen Landesbehörden, von den Entscheidungsträgern jetzt, wie läuft es eigentlich? Hat man nicht vielleicht doch, kommt dann irgendwann mal raus, dass man nicht doch im Hintergrund 27 Virologen, Epidemiologen und so weiter zu Rate zieht und nur den einen immer kommunikativ nach außen auftreten lässt? Wir wissen es doch ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben nur diesem einen noch einen Preis gegeben für Kommunikation. Das kann ja sein, dass er die Kommunikation macht, aber er hat sich bei dem und er hat mit Herrn Bakti vielleicht, das wissen wir, dass er das nicht hat, aber wir wissen doch überhaupt nicht, ob nicht im Hintergrund von allen Ministerpräsidenten und der Bundesregierung ein riesiger Beraterstab arbeitet oder nicht, oder wer da arbeitet und wie schnell die entscheiden und was sie sich überlegt haben, das wissen wir doch alles. Das ist überhaupt das Problem. Diese Kommunikation findet ja auch nicht statt. Herr Schreier, warum fragt die Presse da nicht nach? Warum fragt die Presse da nicht nach? Wer hat das denn alles mit... Also das ist, Mit wem haben Sie das abgestimmt? Sie sprechen aus meiner Sicht wirklich das Kernproblem an. Und das ist die total fehlende Transparenz auf allen Ebenen in dieser Krise. Ja. Also Transparenz, ganz grundlegend, darüber müssen wir heute vielleicht nicht im Detail reden, aber die ganzen medizinischen Fragen, auch da fehlt ja total die Transparenz. Ich habe zahlreiche Anfragen ans Robert-Koch-Institut geschrieben, wenige Antworten bekommen. Die sind natürlich sehr überlastet im Moment, kann sich jeder denken. Aber dennoch... Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht jeden Tag neue Zahlen. Ein 10-seitiges Dokument kommt jeden Tag neu raus. Yeah. Mehrmals die Woche kommen grundsätzliche Studien raus. Da sind Zahlen drin, die passen teilweise nicht zusammen. Da gibt es Entwicklungen, die lassen sich nicht nachvollziehen. Man kann diese Zahlen nicht nachrechnen, weil da sind Schätzwerte drin, da sind Annahmen drin, die nicht transparent gemacht werden. Warum
wird das nicht transparent gemacht. Da könnte man sagen, okay, das ist jetzt, fängt jetzt gerade an, das läuft jetzt erst 2 Wochen, das machen wir dann. Nein, das läuft jetzt 2 Monate und die Zahlen sind immer noch nicht transparent. Aber Herr Schreier, ich meine, man kann jetzt sagen, ja, in einer solchen Sondersituation muss man versuchen, die Bevölkerung zu schützen, und wenn das wirklich furchtbar gefährlich ist und man weiß das nicht, weil es könnte ja theoretisch auch Tollwut sein, dann muss man lieber übervorsichtig sein, als dass man sich später sagen lässt, ihr habt Millionen von Menschen auf dem Gewissen. Dafür hätte ich noch Verständnis. Richtig. Aber es gibt ja ein Papier aus dem Jahre 2012 und noch andere Papiere, erarbeitet mit dem Robert-Koch-Institut, da wusste man ganz genau, dass so ein Virus mal um die Ecke kommen würde. Und da fragt man sich doch, warum hat man ein solches Papier aufgelegt, in Auftrag gegeben, wenn man dann gar nicht darauf reagiert hat? Können Sie mir das erklären? Auch das ist ja die fehlende Transparenz. Also auch darüber wird ja nicht öffentlich gesprochen. Wir wären im Grunde jeden Tag mit diesen Zahlen, mit diesen Fallzahlen versorgt, die also die Menschen in Angst halten, nur zunehmend weniger in Angst, weil wir seit Mitte März einen radikalen Rückgang der Zahlen haben. Also seit Mitte März gehen die Fallzahlen zurück. Das ist mal die eine Sache. Also wir werden mit diesen Zahlen, die nicht in einen Zusammenhang gestellt werden, die auch nicht in den Zusammenhang gestellt werden zur Anzahl der Tests, die sich stark verändert hat. Das ist ein Riesenthema, denn die ganze Welle, die Mitte März kam, ich mal ganz kurz das vielleicht mal auszuführen, die ganzen Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, begründen ja darauf, wir hatten im März eine epidemische Ausbreitung. Die Kurve ging steil nach oben. Was ging steil nach oben? Die Fallzahlen. Was ging noch steil nach oben? Die Anzahl der Tests. Beides hat sich verdreifacht in einer Woche. Kalenderwoche 11 zu Kalenderwoche 12. Dann kamen die Maßnahmen. Die Quote der positiv Getesteten hat sich im gleichen Zeitraum von 6% auf 7% erhöht. Das war die epidemische Ausbreitung, mit der das alles begründet worden ist ursprünglich. Das muss man sich klar machen. Wenn Sie das dann noch messen an 83 Millionen Bevölkerungszahl, dann kommen Sie auf die richtigen Relationen. Ja. Das heißt, es wird ja hier gar nicht, da werden uns Zahlen immer wieder gereicht täglich, die ja eigentlich nichts aussagen. Sie sagen nichts. Sie sind nicht in Zusammenhang gestellt. Nein, eben. Sie zeigen einen Trend an, eine Steigung, eine Veränderungssituation, aber nichts anderes. Also, ich glaube, das Problem ist doch daran wirklich, dass uns nicht kommuniziert wird, welche Schlussfolgerungen daraus die Politiker, die uns letztlich die Grundrechte und Grundfreiheiten einschränken, ziehen. Sondern es wird einfach kommuniziert, das sind die Zahlen. Und das Einzige, was man dann immer mal gesehen hat, ist jetzt, wir wollen die Kurve verflachen, flatten the curve. Mehr habe ich jetzt noch nicht erfahren können, was eigentlich die Gedanken sind. Und ein bisschen kann man sich dann schon abschätzen, die wissen nicht so richtig, was sie tun. Es wird hektisch rumtelefoniert, jeder ist ja enorm unter Druck. Ich will auch nicht sagen, was man jetzt besser machen kann, aber es sollte doch wirklich mal kommuniziert werden, was macht man eigentlich im Hintergrund wirklich? Herr Kollege, eins müssen Sie machen. Die Menschen, die anderer Auffassung sind, die Menschen, die sagen, das ist der Verhaltenskodex, an dem wir uns binden müssen. Die darf man nicht verfolgen. Man darf die nicht in die Ecke stellen. Ja, aber wer macht das? Machen das die Politiker oder machen das? Das macht die Politik und das machen zum Teil auch die von der Politik gehaltenen Medien. Und das darf nicht sein. Das ist auch nicht vorgesehen in diesem Gesetz, das hier auf der Erde liegt. Diese vielen Stimmen, Sie haben es angesprochen, die eine andere Auffassung haben. Ich bin zu wenig medizinisch gebildet, um zu sagen, was ist richtig, was ist nicht richtig. Man kann unterstellen, dass alle Maßnahmen richtig sein können. Dann muss man aber diese öffentliche Diskussion so führen und dann muss man auch die Transparenz, die Sie angesprochen haben, man muss sagen, habt ihr Pathologen gesprochen? Habt ihr mit anderen medizinischen Sparten gesprochen? Ist das kodifiziert? Aber wissen Sie, dass Sie das nicht tun? Können Sie da sicher sagen, als Herr Püschel jetzt öffentlich wurde, Hamburg. Ist ja... Also ich habe die Befürchtung, dass sie es nicht tun. Und wenn sie es tun würden, würden sie es nicht begreifen. Das ist meine Befürchtung. Das ist jetzt gemein, aber meine Befürchtung. Sie waren mehr in der Politik als ich. Ich sage immer, ich kann mir das nicht vorstellen. Da meldet sich einer zu Wort. Hamburger hat ja wirklich einen guten Kopf, der Mann. Und was er sagt, hat er wirklich Hand und Fuß. Püschel folgt nicht der Empfehlung des RKI und eröffnet die Leute wirklich und sagt dann, hier ist niemand ohne Vorerkrankung gestorben. Wissen Sie genau, dass dort keiner auf Landes- oder Bundesebene, zumindest in Hamburg, ist man in Hamburg im Senat dann da nicht bereit und sagt, Herr Püschel, komm mal bitte her, kommuniziere das nicht an die Mopo und so weiter. Aber warum redet man mit dem Mann nicht? Wissen Sie denn, dass man mit dem nicht redet? Doch, ganz sicher. Er sagt es ja selber. Also, er ist ja ein glaubwürdiger Mann. Das ist ein habilitierter Pathologe, der redet.
Und er sagt auch, er ist nicht gefragt worden. Er macht seine Arbeit, er untersucht und teilt der Öffentlichkeit seine Untersuchungsergebnisse mit. Und Sie, der in der Politik waren, Sie können auch sicher sagen, auch hintenrum fragt man den nicht oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich kenne nur die Auftritte von Professor Büschel. Und ich weiß, dass er nicht gefragt wird. Das sagt er ja selber. Herr Diesel, erinnert sich das alles so ein bisschen an die Zeit, als Sie Innenminister waren und eine Situation vor sich haben, auf die man vor sich hatten, auf die Sie auch nicht trainiert werden konnten? Sie mussten ja da eine Million Menschen quasi entwaffnen. Kann man sagen, ja, da muss man irgendwie, das wird mit heißer Nadel gestrickt, das machen die gar nicht absichtlich, das ist jetzt eben so. Kann man das vergleichen? Also, ich bin in einem Prozess bekannt geworden und aufgetreten, der war an Schönheit, an Friedfertigkeit, an Klugheit nicht zu überbieten. Nicht, weil ich da drin war, sondern weil die deutsche Einheit, das Streben der Deutschen zusammenzukommen, friedlich zusammenzuleben, ein großes gemeinsames Haus zu bilden, so groß war. Ein sehr positiver Prozess. Das erinnert mich nicht daran. Ganz im Gegenteil. Ich erinnere mich daran, dass das, was wir aufgebaut haben, der Name Schäuble ist gefallen hier in der Runde. Wolfgang Schäuble als das Gehirn der Wiedervereinigung vom Westen, de Maizière, Krause, Distel und andere vom Osten. Es war ein gigantischer Prozess. Das wird jetzt abgebaut. Man nimmt den Ostdeutschen, und wir sind ja, ich habe das vorhin schon mal etwas anders, weil wir das erst vor 30 Jahren für uns erstritten haben. Sie haben diese ganze rechte Konstellation schon etwas länger und wir lassen uns die auch nicht nehmen. Ich will jetzt deutlich machen, warum wir anders sind. Kämpft der Ostdeutsche stärker für das Grundgesetz? Viel stärker. Und der Ostdeutsche ist auch undisziplinierter. Er hat noch nicht so seinen Platz gefunden. Wissen Sie, wenn wir in ein ostdeutsches Oberlandesgericht gehen, dann haben Sie 100% Richter, die nicht im Osten gelebt, studiert, geboren sind. Gehen Sie an ein ostdeutsches Landgericht, dann haben Sie 70% Richter, die nicht aus dem Osten kommen. Gehen Sie in eine zentrale Staatsanwaltschaft, das Gleiche. Gehen Sie in die ostdeutschen Landesministerien, da sind alle Positionen von Altbundesdeutschen besetzt. Wo finden wir dort Ostdeutsche? Die Kaltmamsel kommt aus dem Osten, die Sicherheitskräfte und das war's. Wenn Sie aber jetzt diese Ostdeutschen im Westen suchen, in den vergleichbaren Positionen, finden Sie nicht einen einzigen. Wiederum nur die Kaltmamsel und die Sicherheitskräfte. Das ist verfassungswidrig. Das ist ein Treten auf dieses Grundgesetz, weil wir auch ein Recht haben, unsere Richter. Warum lässt man die Ostdeutschen in so einer furchtbaren Situation? Was ich jetzt sage, können Sie, meine Herren, Sie können sich meiner Meinung anschließen oder Sie müssen sagen, Herr Diesel, alles, was Sie sagen, ist falsch. Die Zahlen sagen etwas anderes. Die Zahlen sagen aber, dass 30 Jahre danach hat der Ostdeutsche seinen Platz nicht gefunden. Es gibt keine ostdeutschen Generäle, es gibt keine ostdeutschen Botschafter, es gibt keine ostdeutschen Botschafterin. Wir haben über 80 Hochschulen, Universitäten und nicht ein einziger ostdeutscher Rektor, Lehrstühle und so weiter. Jetzt sprechen Sie von der Kanzlerin. Die ist zweifelsfrei in Hamburg geboren worden und zweifelsfrei in der DDR sozialisiert. Und so benimmt sie sich auch. Sie hat diese beiden Systeme kennengelernt, sie ist eine starke Frau. Sie macht einen riesengroßen Fehler, weil sie die Treue oder vielleicht auch die Kenntnis oder die Kraft des Faktischen nicht mit diesem Maßstab misst. Und deswegen ist das jetzt in dieser Phase für mich eine große Enttäuschung, dass Angela Merkel, unsere Kanzlerin, die ich für die stärkste politische Kraft in Deutschland halte, weil ich mal mit ihr zusammen Politik gestalten durfte, dass sie das nicht berücksichtigt und dass sie nach meinem Dafürhalten diese großen historischen Verdienste mit der Missachtung dieser Grundsätze in den Schatten stellen wird. Ich stelle mir die Frage, wenn ich Frau Merkel so reden höre in den letzten Wochen, wie viel sie eigentlich noch zu bestimmen hat in dieser Situation. Mir ist ein bisschen unruhig geworden, als Angela Merkel in Quarantäne kam und dann hat sie so Audiobotschaften veröffentlicht. Und da war eine Audiobotschaft, das war im März noch, wo sie sagte, ja, wir hatten jetzt gerade die Telefonkonferenz mit der G20 und die internationalen Gremien und so weiter. Und sie verließ das in so einem etwas müden Tonfall. Und man hat so den Eindruck, da werden einfach internationale Entscheidungen durchgestellt,
zu den Ländern, sie gibt das jetzt weiter, das geht dann zu den Bundesländern. Das ist so ganz vertikal von oben nach unten und sie ist nur so ein Durchlaufposten. Das ist so den Eindruck, den ich manchmal habe in der Krise. Aber es darf ja nicht sein. Natürlich darf es nicht sein. Wer bestimmt in der aktuellen Situation, ist es die WHO oder aber die Hauptfinanzierer der WHO, die sagen, so wird es gemacht? Weil ich zitiere hier mal Bill Gates, ja, von der Bill & Melinda Gates Foundation, der größte Finanzier der WHO und auch der von Gavi, der Impfallianz, der hat ja gesagt, ich zitiere das mal, er spricht von sich, wir werden erst zur Normalität zurückkehren können, wenn wir 7 Milliarden Menschen geimpft haben. Ja, was ist das? Das ist wahnhaft. Ja, ja. Ja. Nein, das kann natürlich auch geschäftlich doch genial sein. Ich meine, er hat es geschafft, ja. Er hat 3/4 der Computergesellschaft sein Betriebssystem und seinen PC aufzudrängen und ist auch beim Mobiltelefon und so weiter sehr stark. Das ist schon clever und man muss ja auch sagen, Bill Gates hat natürlich einen riesigen Beraterstab, der sein Vermögen, was zum Großteil in der Stiftung dann da ist, doch versucht zu vermehren, weil das dann für ihn selber auch was bringt, für seinen Beraterstab. Ja? Mhm. Das ist doch völlig klar. Aber darf nicht sein. Diese Machtfülle, entschuldigen Sie, Herr Kollege, die darf nicht sein. Die ist gefährlich, die ist tödlich gefährlich. Ja, aber wir müssen ja doch ein bisschen differenzierter sehen. Was mich wirklich geschockt hat, war dieses Positionspapier, was Sie auch Beschluss genannt haben vom 15.04., wo dann drin stand unter Punkt 17, wir hören erst auf mit dem Lockdown oder jedenfalls mit den Beschränkungen der Grundrechte und Grundfreiheiten, wenn alle geimpft sind. Das stand da drin. Ja. Und da ist mir richtig schlecht geworden. Da ist mir wirklich schwindelig geworden. Und ich habe gesagt, das ist doch jetzt... Das ist Rechtsbeugung. Nein, das ist keine Rechtsbeugung. Das ist Verfassungsrechtsbeugung. Nein, das ist doch keine Rechtsbeugung. Die beschließen was und sagen, das ist unsere politische Agenda. Ja, genau. Mehr ist es ja nicht. Dieser Beschluss hat ja keine Wirkung. Da wird ja auch nicht das Recht gebeugt, sondern es wird etwas auf die Agenda gepackt, wovor ich Angst habe. Und wer sich ein bisschen, ich habe 3 Kinder, mit Impfung befasse ich mich. Ich bin ein großer Fan von, natürlich, dass viele... Tetanus und so weiter, hat alles seine Berechtigung. Genau, bin ich ein ganz großer Fan, dass das weg ist. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann weiß man, für dieses Virus brauche ich jetzt keine Impfung, es sei denn, ich bin wirklich eine Risikogruppe. Und dort in diesem Beschluss haben sich alle Länder mit der Kanzlerin geeinigt, wir hören erst auf oder wir kommen erst, das Grundgerecht und weiter wird erst zurückgeführt. Also da müsste ja eigentlich die Presse, auch die Mainstream-Presse, müsste da aufspringen. Das ist doch Rechtsbeugung. Nein, Sie kennen doch die Rechtsgrundlagen und fassen einen dem entgegenstehenden Beschluss. Das ist Rechtsbeugung. Sie kennen die Normativität Ihres Beschlusses. Ich benutze den Begriff Rechtsbeugung ja auch gerne. Es freut mich mal von einem anderen zu hören, weil es immer so ein Tabuthema ist. Also ich will mal die Rechtsanwälte so ein bisschen auseinandernehmen, nicht eine Rechtsbeugung. Es kommt doch auf diese Frage an, wie ist es möglich, dass wir immer wieder meinen, Krisen können nur ohne Grundgesetz gelöst werden? Also immer wenn es darauf ankommt, hat das Grundgesetz Pause. Müssen wir es ausstellen. Ja. Bei der RAF, und wir können hunderte von Beispielen bringen. Wir können mit diesem Grund, eigentlich ist das eine schöne Wettergeschichte, da machen wir Veranstaltungen am Sonntag und so weiter, aber unser Grundgesetz verlässt uns, so der Eindruck in Deutschland, immer dann, wenn wir es gebrauchten, um Krisen gemeinsam zu bewältigen. Und das ist das Große. Warum ist es so populär in der Bevölkerung, dass man autoritäre Strukturen mobilisieren muss, Obrigkeitsstrukturen reaktivieren muss, weil man meist also ein paar Hansel aus dem Virenbereich und so weiter, die sind natürlich tolle Leute und wichtig und so weiter, aber müssten... Sie sind nicht repräsentativ. Sie sind nicht repräsentativ. Sie haben keinen Blick auf das Ganze, so wie die Mediziner ja auch gucken, das Herz und die Niere und so weiter, wie sie rumlaufen da alle, sondern man muss jetzt mal den ganzen Menschen sehen. So, und das macht sowas hier wie eine Verfassung. Und der ganze Mensch ist ja auch das ganze Land in diesem Fall. Schmeißen wir sie aus dem Fenster. Und das kann ich belegen, auch an vielen, vielen Epochen in der Geschichte, von den Anfängen nach 1945. Wir dürfen nur eins auch nicht vergessen, dieses Grundgesetz war als alles andere als populär, als es verabschiedet wurde, alles andere als auch durch die 50er, 60er Jahre bekannt, sondern man war einfach gewohnt, in autoritären Strukturen zu denken. Und Frau Merkel hat ja diesen Hang,
auch. Herr Foschewoth, ich möchte auf etwas kommen, was Herr Diestel angesprochen hat, dass wenn Sie heute in den Osten gehen, Sie feststellen, da hat nicht nur die größte Enteignungswelle stattgefunden, die wir jetzt vielleicht sogar noch toppen mit dem Corona, was danach noch kommt, sondern da wurde auch das Personal der DDR gebildet, das wurde alles abqualifiziert. Ein Professor war wirklich nicht Professor, ein Polizist, ich weiß es nicht. Aber das war ja anders, als damals der NS-Staat in die BRD übergeführt wurde. Dazu haben Sie ja gearbeitet. Das wundert da ja schon. Da brauchten wir die Herren, die Kompetenz. Da brauchten wir die. Die brauchten wir und die Ossis brauchen wir nicht. Wir brauchten aber die dritte Garnitur im Osten drüben, die Richter, Oberrichter, Kammervorsitzende und so weiter geworden sind. Nein, die Wahrheit ist eigentlich andersrum. Das heißt, dass wir, die Wahrheit ist andersrum. Diese Menschen, waren ja die Einzigen, die Akademiker, und die waren alle eben Nazis gewesen. Wir haben sie ja in allen medizinischen Bereichen, im Wissenschaftsbereich, Historiker, Philosophen. Ich halte das für normal. Die waren ja alle da. Aber man kann doch nicht die Elite des Ostens in die Ecke stellen und sagt, ihr habt keine Ausreiseanträge. Gerade von der NS-Zeit. Ich weiß das. Dieser Weg, den halte ich, den man im Westen gegangen ist, für normal. Die Normalität hat ihre Grenzen, wo es einen Fall Globke, Heusinger und andere gegeben hat, die jetzt nicht geben dürfen. Trotzdem. Gehlen. Ja, der war Offizier. Ich weiß nicht, ob der an Kriegsverbrechen beteiligt war, das weiß ich nicht. Aber zumindest gab es viele bekannte Köpfe, die hätten nicht diesen Weg nehmen dürfen. Weil Sie von Globke sprechen, also der hat die Rassegesetze mitgeschrieben. Unerträglich. Also, wo wir da gerade sind, ich will nicht mal so ein paar Zahlen nennen, nur mal so. Die sind aber wirklich belegt jetzt hier. Aber aufgrund der Forschung, die hier da gelaufen sind, auch von anderen Kollegen. Also wir haben ja alle mal untersucht, wie sah denn die Zusammensetzung auch der Administration aus, der ersten Regierung, Adenauer, zweiten Regierung und so weiter. Und wir alle wissen ja, dass von 49 Jahren bis 57 das Ansehen des Kanzlers immer mehr stieg und er dann also fest im Sattel saß. Und wenn Sie jetzt Zahlen einmal nehmen über den Anteil von Nationalsozialisten, die also in der Partei waren oder aktiv waren oder teilweise ja auch sich am Völkermord und woanders dran beteiligt haben, dann gibt es ein Bild, ich sage es mal nur so in Relation. Wir hatten am Anfang 28-30% ehemalige 1949, ja, und dann stieg das an auf über 50% 1953 nach dem großen, grandiosen Erfolg. Und 1957 waren das die ganzen Abteilungsleiter im Justizministerium, Bundesjustizministerium, 75% ehemalige Nazis. Das ist diese Entwicklung. Das hat ja mit Notwendigkeit der Kompetenz nichts mehr zu tun, sondern es waren die Seilschaften, die da natürlich funktioniert haben. Und die waren eben zufriedengestellt worden mit dieser jungen Bundesrepublik. Machst du hier mit, dann hast du auch eine Chance gewissermaßen, deine Vergangenheit zu vergessen. Was Sie jetzt richtig schildern, stellt man heute 100-Jährige vors Gericht und sagt, Ihr seid's gewesen. Sie sprechen tatsächlich von einer Frau mit 99 Jahren. Gegen die wird ermittelt. Ich weiß nicht, ob schon Anklage erhoben wird. Die war die Funkerin in Auschwitz. Ja. Ich habe einen 97-Jährigen aus einem solchen Verfahren in Neubrandenburg rausgeholt. Es ist bizarr. Es ist einfach bizarr. Weil man sich einfach schämt, weil das, was Sie eben geschildert haben, auch das, Herr Kollege, ist verfassungswidrig. Das stößt diesem Grundgesetz ins Gesicht. Mhm. Vielleicht nur noch ein Satz dazu, weil man sagen müsste, wir müssen jetzt natürlich die Frage stellen, welche Konsequenz hat das für das Klima der Bundesrepublik gab. Und das hat dann natürlich damit auch mit der Missachtung des Grundgesetzes sehr viel zu tun. Das heißt, diese Mentalität der ehemaligen Nationalsozialisten, die dann sich auch anfreundeten mit dieser Forderung, Deutschland, das Deutsche Reich in den Grenzen von 37 wiederherzustellen, das haben wir ja noch bis in die 70er Jahre hinein plakatiert. Da alles und weiter. Das sind Geisteshalte, kulturelle Haltungen, die eine Gesellschaft sehr stark prägen. Und diese Elemente, ich denke mal, die sind in der DDR ähnlich zu beobachten gewesen und die sind irgendwie amalgamiert wiederum in so einer Krise, wo man dann als erstes natürlich, die Haupterklärung jeder Krise ist natürlich die Angst, dass da etwas passiert mit mir. Persönlich Betroffenheit. So, und dann ist man bereit, alles, die werden das schon wissen. Und die Kanzlerin macht ja auch einen ruhigen Eindruck und so. Solche Urteile gibt es ja da. Und da denkt nicht einer daran, das müssen wir jetzt gemeinsam machen, hier diese Sache mit unseren verschiedenen Kompetenzen. Wenn da mal ein paar anständige Statistiker da wären, würden erklären, was machst du eigentlich mit diesen Zahlen hier? Man kennt ja diesen berühmten Satz, nicht jeder glaubt seiner Statistik. Ja. Herr Schreier, glauben Sie, dass wir wieder zurückkommen werden vor der Krise, dass wir alles, was wir im
Grundgesetz hatten, wieder zurückbekommen werden? Oder wird das eben so lange auf Hold gelassen, bis der Impfstoff kommt, den wir dann alle kriegen? Also ich glaube, das ist wirklich eine große Zeitenwende im Moment, wie man sie vielleicht einmal oder zweimal in 100 Jahren hat. Und es ist völlig spekulativ, wie das Ganze ausgeht. Maße ich mir überhaupt keine Prognose an. Was nur zu sehen ist und was auch aus meiner Sicht das Hauptproblem ist, was Sie gerade angesprochen haben, die autoritäre Prägung, die nach dem Krieg, das ist für mich neu gewesen, dass diese Zahlen gestiegen sind in den 50er, wusste ich bisher nicht, sehr interessant, die immer unter der Oberfläche so köchelt und in einer Krisensituation dann ganz stark zum Tragen kommt. Wir haben das nach dem 11. September erlebt, wie diese autoritären Strukturen ganz viel Macht an sich gezogen haben und die Leute das mit sich haben machen lassen, aus der Angst heraus. Aber Herr Schreier, ich glaube, die Bevölkerung hat ja nur die Möglichkeit, dass, sich die Rechte zurückzuholen, wenn sie das so macht, wie das eben vor 89 passiert ist, durch Protest auf der Straße. Aber wenn wir alle vergattert sind, im Homeoffice zu sein, also im Homeoffice hätte es keine Wende gegeben. Das und nach deutscher Bürokratie auch nicht. Auch nicht. Warum machen das die Deutschen? Wissen Sie, in der DDR hätte man auch Angst haben können. Wir reden heute über einen großen nationalen Konflikt. Über den reden wir, diskutieren wir. Aber ich bin voller Hoffnung. Ich muss Ihnen sagen, immer mehr Menschen sitzen zu Hause und denken über das nach, worüber wir reden. Vielleicht sind wir mit die Ersten, die das begreifen. Bis jetzt haben die Menschen Angst. Angst und Hunger sind ganz wichtige Motive für menschliches Handeln. Sie haben Angst und jetzt sitzen sie zu Hause im Homeoffice und denken nach. Hören sich vielleicht ihre Sendung an, unsere Sendung, die jetzt unsere Sendung ist. Und sagen, eigentlich haben die doch recht. Warum lässt man die anderen nicht reden? Warum wird diese Sache nicht ausdiskutiert? Warum erklärt man uns nicht, dass diese vielen, vielen Toten, ich komme aus einem Land, da ist das durchschnittliche Alter dieser furchtbaren Corona-Erkrankten 83 Jahre. Ich glaube, es sind 60 oder 70 bisher. Haben Sie die Zahl, Herr Kollege? So ungefähr. In der Größenordnung, in Mecklenburg. In der Größenordnung. Ja. Und böse Zungen sagen, die Mecklenburger wie wir, die leben ja immer unter Quarantäne. Die sind ja so selten, so wenig. Wissen Sie, ich glaube, wir sind in einem Prozess der Nachdenklichkeit. Und unsere Diskussion kann das aufstacheln. Ich bin mir auch sicher, dass der eine oder andere nach unserer Diskussion mal nachliest und feststellt, nein, das darf man mit uns nicht machen. Wenn man das mit uns macht, dann kommen wir bald wieder zu einem autoritären System, aus dem wir kommen. Haben wir es verdient, wenn wir das mit uns machen lassen? Dann haben wir es verdient. Mhm. Also aber wenn wir nicht auf die Straße gehen. Aber das wird nicht kommen. Ich denke, das sehe das positiv. Die Menschen, die müssen gar nicht auf die Straße gehen. Ich sehe in meinem persönlichen, ich habe einen riesengroßen Mandanten- und Freundeskreis. Ich bin sehr stolz darauf, weil das bezeichne ich immer als mein Reichtum. Einfache Leute, kluge Leute, Professoren, alles Mögliche. Sie habe ich heute erst kennengelernt, aber ist sehr angenehm für mich. Ich glaube, die Menschen denken nach und werden sich selber zu Wort melden. Wenn einer eine Rechnung macht mit dieser Angepasstheit, der wird sich irren. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Herr Karpenstein, ich möchte zu Ihnen kommen. Lassen Sie uns noch mal auf das Gebiet kommen. Da kann man als Anwalt ja mal nachfragen und mal eine Akteneinsicht bekommen. Und da kriegt man dann die Akten und da kann man das dann transparent dokumentieren und die Empörung wird dann schon klar werden. Sie versuchen ja immer wieder Akten zu bekommen, wenn Frau Merkel nach Brüssel fährt. Wie sieht das aus, so eine Akte, die man anfordert? Na, mein erster Gedanke war natürlich schon, jetzt bei diesen Maßnahmen nachzufragen, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Weil ich will es vielleicht auch mal rechtlich aufbereiten, kann es europarechtlich oder am Grundgesetz machen. Sie sind, deswegen habe ich das vorhin gesagt, in der Beweislast. Also die Behörde, die eingreift, welche auch immer das jetzt hier ist, die ist in der Beweislast und vor allem in der Darlegungslast. Ist das jetzt gerechtfertigt? Also sie verstößt gegen ein Verbot, ist das Verbot, mir die Dienstleistungsfreiheit zu beschränken. Da muss ich erst mal sagen, zwingendes Erfordernis, kann ich den Gesundheitsschutz schon mal nehmen, ist jetzt ein legitimes Interesse. Und dann muss ich die Geeignetheit und dann die Verhältnismäßigkeit. Und das Verwaltungsgericht Hamburg hat ganz einfach nur diese Prüfung gemacht, bezogen auf die Grundrechte, ohne das europäische Recht zu nehmen, und gesagt, es ist eben ungeeignet, das, was du erreichen möchtest, wenn du bei 800 Quadratmetern Schluss machst. Das fällt ja auch jedem auf. Das war ja schon mal etwas ganz Positives. Jetzt würde ich immer noch einen Schritt weitergehen und sagen, in meinen ganzen Verfahren, die ich habe, sage ich, Behörde, du machst immer erstmal eine Beschränkung, sonst hätte ich ja gar keinen Fall gegen den Staat. Ja? Du machst eine Beschränkung, die kann ich nicht nachvollziehen. Bitte präsentier doch mal auch dem Gericht, weshalb du das eigentlich machst. Und dann stehen die ja da und sagen, ja, das habe ich mir so einfach mal so gedacht. Ich habe gedacht, da steckt eigentlich überhaupt nichts dahinter.
Was dann mein Problem ist, weshalb ich mit den Verwaltungsgerichten auch auf anecke, ist, dass dann die Verwaltungsgerichte sich etwas ausdenken. Also die machen die Arbeit der Behörde. Und davor habe ich ja jetzt, auch wenn das alles hier juristisch mal aufbereitet wird. Amtsermittlungsgrundsatz. Sie haben den Amtsermittlungsgrundsatz schon für die Fakten. Ich weiß das doch. Aber Sie haben ja nicht den Amtsermittlungsgrundsatz zu sagen, du hast dir diese Gedanken auch gemacht und so weiter. Ja? Sie müssen kurz erklären, was Amtsermittlungsgrundsatz ist. Das Gericht ermittelt von sich aus die Fakten. Okay. Aber das Gericht ist nicht derjenige, der sagt, du hast dir damals das und das gedacht. Das hast du doch, oder? Ja, ja. Aber das machen sie ja immer. Ja, genau so. Und da kommen immer mit dem Europäischen Gerichtshof, der sagt, nein, das dürfen die Gerichte gar nicht, sondern die Behörde muss dem doch sagen, das und das habe ich als Fakten ermittelt gehabt. Das Gericht prüft. Und das Gericht prüft nur, stimmt das eigentlich? Und dann prüft es, ob man die Überlegungen, die darauf folgen. Und da bin ich gespannt, ob die Gerichte irgendwann mal dazu kommen und sagen, jetzt bitte, jetzt gibt es hier Rechtsstreitigkeiten. Was hat sich der Hamburger Senat eigentlich dabei gedacht? Ja, aber dass die Gerichte die mal auffordern und sagen, jetzt mal Butter bei die Fische, sagt mal doch bei uns. Was habt ihr euch dabei gedacht? Jetzt mal zu der Akteneinsicht. Ich habe natürlich auch das Recht in dem Prozess, wenn es jetzt einen gibt oder überhaupt als Bürger gegenüber dem Bund, gerade Informationsfreiheitsgesetz gibt es ja in den meisten Bundesländern auch oder in vielen. Die gehen auch sehr weit, Transparenzgesetz in Hamburg. Ich werde also demnächst natürlich, kann das auch jedem empfehlen, kann jeder Bürger ja machen, Sie wissen es ja besser als Pressemensch, haben Sie ja noch besser recht. Geht doch zum Bundeskanzleramt und sagt einfach, liebes Bundeskanzleramt, ich hätte gerne alle Informationen, die zum Beispiel hinter dem Beschluss vom 15.04. stehen. Ich hätte ja gerne alles, was es dazu gibt. Dann sage ich, ja, da zahle ich auch gerne die kleine Gebühr oder sowas, nicht teuer. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, ich habe das mal gemacht im Zusammenhang mit einem Prozess, der beim Europäischen Gerichtshof stattfand, der, wenn er verloren gegangen wäre, Deutschland viel Geld gekostet hätte, nämlich die ganze Mehrwertsteuer aufs Glücksspiel. Ja, da hatte der Europäische Gerichtshof im Januar, hat jemand das dahin gebracht, ein Kollege von uns hat den Fall zum EuGH gebracht, ist eigentlich die Besteuerung von Glücksspiel mit der Mehrwertsteuer, die dem Staat viel Geld in die Kassen bringt, ist das mit Europarecht vereinbar? Da gab es dann eine mündliche Verhandlung, der Sitzungssaal war voll und alle hatten den Eindruck, weil es auch rechtlich so ist, jetzt kippt, wie man so schön sagt, der Europäische Gerichtshof die Mehrwertsteuer auf Glücksspiel. Dann muss Deutschland viel Mehrwertsteuer zurückbezahlen, bekommt im Gegenzug mehr Einkommensteuer. Also ein bisschen gleicht sich das aus, aber es wäre viel Geld gewesen. Das war am Donnerstag im Januar 2010. Am Dienstag darauf ist die Kanzlerin völlig überraschend mit ihrem sogenannten Mann fürs Grobe, der heißt Herr Heusgen, ja, ist die nach Luxemburg geflogen, außerhalb des Kalenders. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Sie wurde sofort gesichtet und dann gab es auch kleine Pressemitteilungen und so weiter. Und dann hieß die Pressemitteilung beim Europäischen Gerichtshof hieß nur, Kanzlerin kommt zu Besuch und trägt sich in das Goldene Buch ein. Und dann hat man mit den Kammerpräsidenten hinter verschlossenen Türen geredet. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne zu diesem Besuch alles, was es dazu gibt, wenn die Kanzlerin irgendwo hinfährt. Protokoll, alles und die Vorbereitung und so weiter. Und dann hat man mir 50 Seiten geschickt irgendwann. Und davon waren 49,5 geschwärzt. Und was hat das mit Demokratie zu tun? Das weiß ich ja nicht, weil ich es ja nicht lesen konnte, was da drin stand. Aber das ist doch ein Skandal letztendlich. Was hat das mit Akteneinsicht zu tun? Was hat das mit Akteneinsicht und Transparenz? Das ist das Transparenzgesetz. Ich habe nur einen Satz erkennen können, da stand drin, der Europäische Gerichtshof greift immer sehr tief in die Souveränität der Mitgliedstaaten ein. Das macht er. Diese Urteile sind unangenehm für die Mitgliedstaaten, weil sie immer die Grundfreiheiten über die nationalen Interessen stellen. Ja, und dann haben sie plötzlich dann kann der Schnaps aus Frankreich auch in Deutschland verkauft werden und so weiter. Ja, die berühmten Urteile aus den 70ern und so weiter. Und dann habe ich gesehen, oh, es geht hier um die Souveränität der Mitgliedstaaten. Das war das Thema, was die Bundeskanzlerin mit ihrem Mann fürs Grobe, mit dem EuGH, mit den Gerichtern, also mit der Judikative, der höchsten europäischen Judikative, die höchste Exekutive, würde ich mal sagen, hier in Europa, die Kanzlerin, haben die hinter verschlossenen Türen gesprochen und dann habe ich natürlich mit Interesse gelesen, weshalb ist das alles geschwärzt? Ja, war die Kernaussage, ich musste das schwärzen, weil nach dem Transparenzgesetz habe ich da so gewisse Vorgaben, wann ich was schwärzen kann, wann es geheim ist. Die Kernaussage war, für künftige Verhandlungen zwischen Bundesregierung und EuGH wäre das schwierig,
wenn das öffentlich wäre, was man dort besprochen hat. Und da habe ich natürlich gedacht, da vermischt sich ja doch jetzt sehr stark die Exekutive mit der Judikative, was ich für sehr bedenklich halte. Donnerwetter, ja. Ich habe das damals einem anderen Juristen, den ich auch für sehr, sehr klug und belesen halte, mitgeteilt. Der hat es dann dem Spiegel gegeben und gesagt, interessiert euch das, weil es ist schon letztlich demokratisch betrachtet schwierig. Das wäre schon eigentlich ein Artikel wert. Haben die nichts weiter gemacht? Das war für mich, das ist schon 8 Jahre her, das war für mich schon eine bedrückende Erkenntnis, dass das gar keinen interessiert. Interessiert irgendjemand tatsächlich, ob das Grundgesetz eingehalten wird? Wenn die Presse sich nicht dafür interessiert und das, was sie sagen, wird sicherlich kein Einzelfall sein, kann man sagen, ja, das war im Grunde eine grobe Täuschung. Denn immer, wenn es darauf ankommt, wenn es nämlich darauf ankommt, weil wir ganz stark eingreifen in euer Leben, fragen wir euch nicht. Müssen wir das ehrlich mal einräumen? So ist es. Ja. Ich würde es noch ein bisschen systematisch mal so formulieren und sagen, welches Verhältnis von Staat und Verfassung haben wir? Welche Traditionen pflegen wir in Deutschland? Das kommt ja immer wieder. Und bei diesen Krisen hat natürlich der Staat sofort dieses Gefühl, also der Staat, wir müssen jetzt aktiv werden, dass uns die Karre nicht hier in den Sumpf fährt. Und deshalb hat ja Merkel dann auch sofort das Ruder übernommen, hier im Unterschied zu 2015, wo sie das hat erstmal sich entwickeln lassen. Und diese Frage stellt sich doch immer wieder. Denn das Beispiel, was Sie erwähnt haben, ist ja auch wieder katastrophal. Das gibt es in der Geschichte auch etliche Male. Was hat die Frau Merkel da eigentlich beim OGH zu suchen? Entschuldigung, nein, da hat sie nichts zu suchen. Also da kann ich kurz, natürlich kann man das auch anders sehen. Natürlich ist es doch auch angenehm, wenn die Exekutive mit den Verfassungsrichtern, auch mit dem EuGH spricht. Aber das ist nicht im laufenden Verfahren irgendwie sowas. Ich kann ja ohne, nicht, dass die andere Seite ja davon... Ich kann ja nicht... belegen. Ich kann es ja nur vermuten, aufgrund der ganzen Umstände, dass es um das laufende Verfahren ging. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die danach kam in diesem Verfahren, die war für mich, ich war da gar nicht involviert. Diese Entscheidung war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich bin sonst ein großer Fan des EuGH. Also deswegen kann ich das nur vermuten. Dann sind wir, kannst du als Verschwörungstheorie sehen und so weiter. Aber noch mal ganz kurz, ich befürworte es schon, dass die Exekutive die Richter auch kennt. Andererseits sollten dann auch die Bürger diese Möglichkeit haben, genauso. Dann sollten jedenfalls die Anwälte sollten dann noch zumindest auch bei irgendwelchen solchen Veranstaltungen dabei sein und so weiter, als zumindest demokratischer Gegenpol. Sie haben einen sehr interessanten Aspekt fallen lassen. Ein kluger Jurist, das muss ja ein Dritter sein, außer uns beiden, ist zum Spiegel gegangen und hat das im Spiegel, entweder haben sie Spiegelkollegen nicht verstanden, oder dieses berühmte Medium wollte es nicht bringen. Und das sind, ja. Und wenn man diese doch tolle Wochenzeitschrift sieht, da gab es Chefredakteure, die sind eingesperrt worden. Und das muss wieder üblich sein, dass deutsche Chefredakteure sagen, ich muss darüber berichten. Es geht ja gar nicht anders. Und auch wenn ich mal 14 Tage, 3 Wochen eingesperrt wäre, Liebling, also ich liebe den Spiegel. Ich habe ihn geliebt. Früher, die Liebe ist erloschen, ist kalt geworden. Ich habe Freunde, die da berichten. So, es ist eine halbamtliche Berichterstattungspostille und sie unterscheidet sich von den anderen wenig. Wer ist denn noch kritisch? Wer nimmt denn das auf? Wer nimmt denn diese klugen Hinweise? Natürlich wäre es ein Skandalbericht. Frau Merkel fährt dorthin. Wir sind ja der größte Geldgeber für den Europäischen Gerichtshof mit großem Abstand. Und diszipliniert erstmal die Richter. Kommt zurück und das Problem ist gelöst. Die Entscheidung wird so getroffen. Darüber kann man doch schreiben. Kann man zumindest spekulativ schreiben, ja, weil die Fakten legen die Schlussfolgerung beim Leser zumindest nahe. Und dann gibt es möglicherweise... Aber ich muss von der Verfassung her einfach widersprechen. Das ist nicht die Funktion der Verfassung. Das heißt also, diese Einflussnahme der Exekutive darf es in dieser Weise nicht geben. Ich sag doch, darüber aber Sie haben... Wir sind schon einen Schritt weiter, Sie haben völlig recht. Sie haben aber doch die Einflussnahme... gar nicht jetzt offengelegt. Ich hätte doch gehofft, dass der Spiegel dort nachfragt und sagt, bitte, ich möchte das jetzt ungeschwärzt haben und ich möchte auch mit jemandem sprechen, der dort war und so weiter, dass man dort nachhakt. Der Spiegel hat auch einen V-Mann dort im Gericht und kriegt die ungeschwärzten Dinge. Ich sage es immer, ein Gegenbeispiel aus der Geschichte, da hat der Berichterstatter Stein im KPD-Prozess, der hat sich also mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU von Brentano am Rastplatz in Kassel getroffen, um damit
zu beraten, wie man den Kanzler dazu kriegt, den Antrag wieder zurückzunehmen. Herr Gott, dann muss ich das ja auch sehen. Es wäre doch gut, wenn der Kanzler, wenn die Politik doch wieder mal diese Leute kennenlernt und sieht, was da ist. So geht das nicht. Mhm. Und da habe ich also auch in meinen Gesprächen mit Richtern, ich habe ja auch da haben die mir also erschreckend so die Hand gehoben, haben, das gibt es nicht. Mhm. So. Ich möchte das auch, Sie haben vollkommen recht, ich möchte zu Ihnen kommen, Herr Schreier, Sie sind jetzt quasi der Mann, der für alle Medien sprechen darf oder muss, weil Sie ja nicht zu diesen Medien gehören. Also er gehört eingesperrt. Also. Nein, ja, er würde Sie auch einsperren lassen, bin ich ganz sicher. Ja, ich befürchte das auch. Was ich möchte wissen möchte ist, also das zeigt doch eine Demokratie, die das Grundgesetz schützen soll und solche Presse hat, die ist unbewaffnet, möchte ich mal sagen. Und die ist ja für die Bevölkerung bewaffnet. Aber das ist ja auch nicht neu, wenn man sich anschaut. Gibt es ja auch viele Bücher darüber. Möchte ja der Spiegel vor allem auch nicht wahrhaben. Aber hier nicht nur der Spiegel, auch der Stern und wie sie alle heißen. Wenn man guckt, wann die lizenziert wurden, da waren ja auch sehr viele frühere Menschen in der NSDAP. Und wir sprechen ja dann nicht nur von den Hitler-Tagebüchern, sondern wir sprechen auch vom Relotius-Spiegel. Müssen wir auch klar sagen, ja, das war immer eine Postille und diese ganzen Gazetten haben immer eine direkte Verbindung oder Leute von den Diensten im Haus, dass wenn es wirklich ernst wird, schweigen die. Ist das die Wahrheit? Ja, ich würde es noch weiter fassen. Ich würde sagen, die Corona-Krise ist natürlich etwas, was gleichzeitig stattfindet zu einer riesengroßen Systemkrise. Das ist ja nun kein Geheimnis, das sehen wir ja alle. Wir haben kurz den Börsencrash, da bemerkt er jetzt Anfang des Jahres oder jetzt vor wenigen Wochen sich ereignet hat. Es gibt eine Krise auf allen Ebenen. Und die Corona-Krise, die verdeckt das im Moment ein bisschen, die ist im Vordergrund, die findet vorne statt, darüber reden alle. Im Hintergrund ist sehr viel am Bröckeln, sind sehr viele Strukturen, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Also sie erfüllen ihre Funktion nicht mehr, sehr viele Strukturen erfüllen die Funktion nicht mehr, die ihnen zugedacht worden ist. Und diese Krise ist so groß und umfassend, dass sie an allen Ecken und Enden zu sehen ist. Und die Medien sind ein kleiner Teil davon. Die Medien haben sich in den letzten Jahrzehnten, es gibt ja viele wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen auch dazu, wie hat sich die soziale Struktur der Medien auch geändert oder wie ist sie heute geprägt. Zum großen Teil ist das ein kleines Milieu, eine soziale Gruppe, die sehr homogen ist in den Medien. Das hat man in anderen wesentlichen Bereichen der Gesellschaft auch und in den Medien eben auch. Das heißt mit anderen Worten einfach gesagt, die Leute, die dort Leitartikel schreiben, haben oft wenig Kontakt zum normalen Leben. Die jetzt über die Corona-Krise schreiben und sagen, wir müssen das jetzt durchhalten, sind eben nicht persönlich betroffen, haben eben nicht den Freund, der da jetzt direkt drunter leidet, der aus der Familie kommt. Das ist also auch ein soziales Problem, was ja auch mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Herr Schreier, wenn ich kurz nachfragen darf, würden Sie sagen, die Presse, pauschal ist falsch, weiß ich, aber die Presse hat den Kontakt zur Straße verloren? Ja, auf jeden Fall. Also zu einem ganz großen Maße. Und das sieht man ja auch. Und das sieht man ja auch an den Reaktionen. Und es hat ja einen Grund, dass so viele Leute sich abwenden von Zeitungen. Dass man die großen Blätter kritisch sieht. Das passiert ja nicht einfach so außer da gibt es einen Hintergrund. Und dieser Hintergrund ist genau das. Dass der Kontakt verloren gegangen ist und dass man sich da nicht repräsentiert fühlt. Dass viele Menschen sagen, ich nehme wahr, dass das, was ich tagtäglich erlebe, hier nicht wiedergegeben wird. Die Frage an Sie alle, glauben Sie, das ist gefährlich für die Demokratie? Ja, die Frage ist ja überhaupt, wie viel Demokratie ist überhaupt da? War überhaupt da vor der Corona-Krise? Das ist ja nochmal ein Thema für sich vielleicht. Also, aber da darf ich da mal einhaken bei der Presse. Mhm. Also ich stehe da so völlig in der Mitte und ich glaube, das wichtigste Wort ist heutzutage, was der Daniele Ganser immer predigt, auch auf dieser Begriff Medienkompetenz, das ist ja so eine Wortschöpfung. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist total wichtig. Ich würde niemals sagen, ich gucke jetzt nur ich lehne gar nichts ab. Ja. Ich habe es aber erst letzte Woche mit einem bekannten Kollegen, Anwalt, sagte, wie sehen Sie denn das und das? Und er sagt, ich kann es nicht mehr hören, informiere mich aus heute und Tagesschau und die Süddeutsche, mehr mache ich da gar nicht. Und sage, ja, und mal in die, aber das kannst du eigentlich nicht mehr lesen. Und sage ich, ja, und vielleicht mal alternativ. Nein, das sind alles Verschwörungstheoretiker, sagte ein sehr intelligenter und nicht unbekannter Anwalt. Das sind für mich alles Verschwörungstheoretiker. Das ist ja auch noch etwas, woran Sie wahrscheinlich arbeiten müssen. dass man dieses Bei dem Bild, haben die Medien das erreicht. Die haben es erreicht. Und das,
Ich bin ja, ich finde es der immer, ist Opfer. Der ist Opfer dieser Medien. Ich finde es immer toll, wenn jemand was erreicht, wo er meint, das sei für ihn wichtig, weil er greift den Medien doch auch Geschäft ab. Mhm. Ja, und die anderen ihrer Branche, was ich alternativ, sie greifen denen doch Geschäft ab, dann muss man die doch diskreditieren. Aber Herr Karpenstein, ich möchte das mal betonen, das ist ja das Schöne, das war ja auch das Zitat eines sehr klugen Mannes, dessen Namen wir alle kennen, dass die Presse eben kein klassisches Gewerbe ist, aber wenn sie von Anzeigenkunden abhängig ist, eben schon. Sie. Aber ich möchte ja gar kein Geld damit verdienen, man braucht Geld, um das machen zu können, um seine Mitarbeiter zu bezahlen, um die Technik und so weiter. Aber wo ich auch sagen kann, offensichtlich scheint das, und das wundert und freut mich, scheint das doch nicht so homogen zu sein, wenn man jetzt plötzlich einen Artikel in der Bild-Zeitung liest, ja, von Herrn Reichelt, wo man denkt, einen Blick mal, der könnte auch von mir sein, der sagt, die Verhältnismäßigkeit ist nicht, wir möchten mal Butter bei die Fische. Nee, der Artikel war super geschrieben. Also, natürlich voll. Der hat mir so aus der Seele gesprochen und ich habe gesagt, da hätte ich 2 Tage dran gesessen, diesen kurzen Artikel so geschliffen, er weiß ja, dass der viel gelesen wird, das so geschliffen. Können Sie kurz mal zusammenfassen, was Sie in der Bild-Zeitung gelesen haben zu Corona? Ja, das war am Sonntagabend. Ich bin richtig gut gelaunt ins Bett gegangen, weil ich dachte, oha, jetzt wird die Bild-Zeitung plötzlich, weiß ich nicht, vielleicht nur, weil sie das ausgesprochen hat, was ich denke nach reiflicher Überlegung. Aber es wird nicht mehr so hetzerisch, sondern meine Meinung hat sich um 180 Grad gedreht. Und er hat letztlich auch fettgedruckt, doch ausgesprochen weiter unten, wir müssen zurückkehren zu einer offenen Diskussion ohne die Polemik, dass sofort, wenn einer sagt, hast du mal das überlegt, hast du das überlegt, sagt er, ja, du glaubst ja auch an keine Flugzeuge, 11. September oder sowas. Das hat die Bild-Zeitung gesagt, die hat die Meinungsfreiheit ganz hoch gehalten. Ich glaube sogar fett gedruckt, jedenfalls in dem Online. Ja, fand ich auch gut, also das hat mir auch, das habe ich gern gelesen, Herr Reichelt, Lob von mir passiert nicht so oft, aber das fand ich auch sehr gut, dass gerade mit der deutschen Geschichte im Hintergrund, es wäre sehr gefährlich, wie Andersdenkende irgendwie zu diffamieren, auszugrenzen oder in die Ecke zu stellen, das geht überhaupt gar nicht. Das ist vielleicht ein Anfang. Lassen Sie uns hier einhaken. Was sind denn die Folgen dieser Corona-Krise? Also auch wirtschaftlich und alles, was da dran hängt. Kippt das dieser Staat? Kippt das alles? Ist das möglich? Also ich glaube, wirtschaftlich haben wir alle das Gefühl, dass es ganz fürchterlich wird, weil wir es in der direkten Umgebung, wir sind vielleicht alle doch privilegiert, aber in der direkten Umgebung weiß jeder von vielen, die jetzt in einem Unternehmen sind oder auch selbstständig sind und wahnsinnig zurückschrauben müssen oder schon zurückgeschraubt haben und nicht wissen, was in den nächsten 2 Jahren passiert. Das wird fürchterlich. Dann habe ich natürlich auch gedacht, wird es über das Thema, was wir eigentlich sprechen, wird es jetzt von den Gerichten, werden die Gerichte noch staatstragender entscheiden. Sie wissen, ich habe immer das Problem, dass die Fälle, die ich übernehme, steil bergauf gegen den Staat sind, weil ich versuche, das Recht gegenüber dem Willen der Behörde eingesperrt durchzusetzen. Manchmal verliert der Bürger, manchmal gewinnt der Staat. Das ist ja genau, das habe ich mal geschrieben, ja, ich weiß. Das hat ich gehöre eingesperrt und zwar nach Auffassung der Sachsen. Die Sachsen, mit denen ich mich heftig streite, mit den Verwaltungsgerichten, aber auch mit der Landesdirektion, so heißt das aber doch. Aber ich hatte Ihnen doch erklärt, das sind doch keine sächsischen Richter. Nein, das sind keine sächsischen Richter. Aber die arbeiten nur in Sachsen. Die Landesdirektion macht alles, um mich loszuwerden. Die schickt also sämtliche Schriftsätze und das sind viele. Bei meiner Rechtsanwaltskammer sind viele, viele Akten. Und die Landesdirektion schreibt da alle 3 Monate, bitte entziehen Sie dem die Lizenz. Oh. Ja, das Schönste war, dass die schreiben, der akzeptiert nicht, was die Verwaltungsgerichte sagen. Und dann schreiben sie groß, er ist das Recht. Ja, und ich sage, nein, ich bin ja nicht das Recht, aber schön, dass ihr das fettgedruckt da so schreibt. Das war doch sehr reichlich naiv. Aber die machen auch ununterbrochen Strafanzeigen gegen mich und möchten, dass ich wegen Beleidigung oder was auch immer und von der Staatsanwaltschaft da in Sachsen aus dem Verkehr gezogen werde, die den aber, was die wohl wahnsinnig geärgert hat, lang und breit und sehr schön, wirklich veröffentlichungswert, auf 15 Seiten gesagt hat, nein, es gibt sowas wie freie Meinungsäußerung auch in Sachsen. Ja, ein Anwalt kann auch mal sagen, das, was er meint. Das hat mich sehr erschüttert jetzt bei dieser Landesdirektion in Sachsen. Aber um da auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen. Wir haben doch bei der Medienkompetenz jetzt wirklich ein ganz großes Problem, was die Bild-Zeitung doch eigentlich angesprochen hat. In diesem Satz.
Ja, dass tatsächlich die Bild-Zeitung selbst von sich aus, ich kannte diesen Julian Reichelt nicht, man liest die Bild-Zeitung auch, es gehört auch dazu, weil man wissen muss, was jetzt im... Was die Bild-Zeitung denkt. Gegen was sie denkt. Das sind doch auch müssen wir die lesen. Doch auch alles kluge Leute. Ja. Und wenn der Reichelt das wirklich selbst geschrieben hat, dann Chapeau, das ist toll geschrieben. Ja? So, wenn man einen Schriftsatz als Anwalt so schön und klar formuliert, das ist doch toll. Aber die Bild-Zeitung hält die Meinungsfreiheit hoch und da müssen Sie auch als alternative Medien doch jetzt irgendwie mal in Kontakt treten. Ja, an mir soll es nicht liegen, Herr Reichelt, Sie können gerne hier dazukommen. Ich lade auch gerne Leute ein von der Taz und von der Jungen Welt, die werden aber mit mir nicht reden. Warum weil die haben, nachdem ich neulich auf einem Wohnmobil saß und dort für das Grundgesetz meditiert habe, haben sie mich als Nazi-Flüsterer bezeichnet und als rechtsoffen. Also sobald man mit einem Grundgesetz unterm Arm am Rosa-Luxemburg-Platz aufgegriffen wird, muss man schon fast sagen, ist man höchst verdächtig bei den Linken, bei der Jungen Welt und auch bei der, bei der Volksbühne vor Ort. Ich möchte an diesen Punkt aber kommen. Das ist bedenklich, dass man Journalisten wegsperrt oder sie attackiert. Das ist jetzt nicht so neu, das hat es immer gegeben. Wenn man Anwälte attackiert oder die Klapse packt, wie Frau, wie das neulich passiert ist und sie wieder raus ist, eine andere Geschichte. Ja. Aber deswegen zu Ihnen, Herr Forschepot, wie stabil ist denn das Grundgesetz? Wie stabil ist es? Stabil, wie es die... Ich würde Politik das von der anderen Seite. Für mich ist das Grundgesetz jetzt nicht etwas, was da unten jetzt liegt und so weiter. Es ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der Verfassungsprozess, den wir haben in unserem Land, der ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Er wird mal in die und in die Richtung getragen und gestoßen. Also zum Beispiel einmal dominiert dann auch in der Verfassungsgerichtsbarkeit eine obrigkeitsorientierte Mentalität und schiebt das dann wieder in die andere Richtung hinein. Dann ist es mal wieder politischer und so weiter. Und wir müssen eben gucken, und das ist eben sehr wichtig, wir müssen sehen, dass unsere demokratischen Verhältnisse so sind, dass diese Verfassung gewissermaßen als der Kern unserer Gemeinsamkeit da verstanden wird, an der wir alle immer wieder arbeiten müssen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich habe jetzt auch wieder zugehört. Ich sehe immer wieder diese großen Strukturen in unserer Gesellschaft. Einerseits diese Obrigkeitsvariante, den Etatismus, den wir haben. Also das ganze letzte Jahrhundert ist ja geprägt davon. Und zwar auch die Bundesrepublik und auch die DDR. Das ist eine deutsche Mentalität. Und jetzt geht es im Moment tatsächlich in dieser Krise darum, wer wird die Oberhand gewinnen hier in diesem, wer, dieses Hangeln mit dem Ministerpräsidenten und überall, das ist völlig richtig. Das heißt, das, was ich, wenn ich das richtig, das ist ein permanenter Kampf, man kann diese Rechte auch wieder abbauen. Ja, natürlich, natürlich. Und das hat es ja oft genug gegeben. Mhm. Nicht? Also, wenn ich mal hier ein Beispiel nehme aus dem Überwachungsbuch, da war dann also 1968, da hat dann der Ministerpräsident in Hessen, der Zing, das war so ein richtiger Hauding, noch ein aufrechter Demokrat, der hat, bevor er dann wegging, aber weil er SPD-Mitglied war und die SPD ja jetzt dieses G10-Gesetz da verabschiedet hatte, was er also für schrecklich fand, hat er noch eine Feststellungsklage beim Verfassungsgericht eingereicht. Und dadurch ist die ganze Sache ja überprüft worden. Und jetzt hatten die aber inzwischen den Präsidenten da den Vizepräsidenten ausgewechselt und der war von der SPD. Da saßen nun seit 45 in SPD-Parlamenten und ist dann als Ehre nicht für, und Anerkennung seiner Arbeit dann plötzlich dann da ans Verfassungsgericht gesetzt worden. Jetzt musste der über dieses schreckliche G10-Gesetz entscheiden und hat das natürlich... Also G10-Gesetz, Telefonüberwachung. Telefonüberwachung dann praktisch gesetzlich legalisiert wurde. Und der Zing hatte das in Gang gesetzt, in der Hoffnung, dass das noch gekippt wäre. Aber da war jetzt nun gerade 69 Willy Brandt drangekommen und die FDP und die ganzen Sehnsüchte der Leute ging in diese Richtung. Und hat dieser Mann ein schlimmes... Urteil da gefällt, was dann hinterher, weil wir zum ersten Mal die Abstimmungsergebnisse hatten, 5-3 ausgegangen ist. Fakt war, dass die CDU-Mitglieder dann dagegen gestimmt haben und er dagegen nicht. Ich will damit deutlich machen, diese ganzen verschiedenen Prozesse, die sich in unserer Gesellschaft ständig abwehren, die können wir nicht absehen, auch in dieser Krise nicht, weil so etwas passiert hier im Moment auch. Und die Stimme für die Verfassung, die sehe ich nicht sehr groß und stark im Moment. Und ich sehe sie schon sehr stark gefährdet und nicht zuletzt auch aus dem Richterstand. Denn das ist mir auch nochmal klar geworden, wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn Sie da aus dem Alltag an Gerichten und so weiter sprechen,
auch von anderen Kollegen, von denen ich das immer wieder höre. Wir haben ja auch eine merkwürdige Judikative, die ja halb der Exekutive gehört. Mhm. Nicht? Das heißt also, Staatsanwälte sind weisungsgebunden. Und jetzt also eine saubere Trennung findet da gar nicht statt. Vielleicht ein Geheimnis oder wie auch immer, etwas Neues. Diese Struktur stammt aus der NS-Zeit nach der Machtübernahme durch Adolf Hitler. Da wurde die Steuerung durch das Justizministerium etabliert. Und diese Struktur haben wir eigentlich bis heute behalten. Das heißt also, die wichtigste Sache ist ja immer, wenn in einem Bundesland, sagen wir, die politischen Verhältnisse sich ändern, dann gucken Sie sofort, da und da und da, die Richter, die nächsten Stellen müssen wir besetzen. Oder gucken Sie nach Amerika, wenn da ein neuer Präsident kommt, die Verfassungsrichter müssen wir so und so besetzen. Der Richterstand ist ein sehr politischer oder auch politisierter Stand. Die einen ziehen sich dann daraus zurück und die anderen betreiben es aber aktiv. Und diese Geschichte, ich weiß nicht, ob das also ein bisschen hochnäsig ist, wenn wir dann über die polnischen Verhältnisse da immer so debattieren oder über die ungarischen. Die haben nämlich dieses eben auch gehabt und wollten es auslösen. Dann sagen die immer, ihr Deutschen, schaut mal euch in eure Verfassung da hinein. Die Dinge sind also ähnlich, wie die bei uns auch in Polen oder in Ungarn sind. Wo würden Sie denn den Ausweg sehen? Also dass die Judikative von der... In einer fundamentalen, ja, einer Wiederbelebung auch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir haben, ich betone, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Herr Schreier, Frage an Sie. Das wäre ja vielleicht zu gewährleisten durch direkte Demokratie, um da eingreifen zu können? Weiß ich nicht. Also darüber, da habe ich wirklich zu wenig Fachkenntnis. Ich weiß nur, dass eben das Problem, dass weisungsgebundene Staatsanwälte natürlich in Deutschland ein großes Problem sind. Dass der Justizminister in einem Bundesland entscheiden kann oder auch auf Bundesebene, wo ermittelt wird oder wenn es politisch nicht gewünscht wird, wo die Ermittlung eingestellt wird. Das ist ja ein Unding. Vielen Menschen ist das gar nicht bewusst. Das ist bei uns wie... Darf ich da mal einhaken? Gerne. Das ist ja nicht die Staatsanwaltschaft nur das Problem. Ja. Ja, die Staatsanwaltschaft sieht sich ja, wenn sie irgendjemand anklagt, noch aus Sicht der meisten Bürger einem unabhängigen Gericht gegenüber und kann gar nichts außer die Ermittlung selbst entscheiden am Ende. Viel schlimmer ist doch das, was mir immer wieder fährt. Ich habe mich immer gefragt, seit 25 Jahren Anwalt, mich immer gefragt, in den ersten 10 Jahren, wie kann es sein, dass ich im Studium auch gar nicht darauf vorbereitet wurde, dass wenn ich dem Staat gegenüberstehe, mit dem Europarecht steht man immer dem Staat gegenüber, weil es dem Bürger die Rechte verleiht und den Staat etwas verbietet. Wie kann es sein, dass die Richter so wenig Interesse haben, jetzt dem Europarecht gerade oder auch der Verfassung zur Durchsetzung zu verhelfen? Das hat mich gequält. Ja, habe ich wirklich immer mit meinem Vater, Jurist und Europarechtler und auch Beamter in Brüssel, der war bei der Europäischen Kommission eben als Beamter, gesessen und gesagt, hast du mir eigentlich in der Jugend nicht erzählt. Jetzt hakt man, ja, hättest du mich darauf vorbereiten können. Gut, man wird stärker. Ja, man merkt aber, man muss immer steil bergauf kämpfen. Wenn Sie jetzt mal tiefer gehen, Freistaat Sachsen, warum pralle ich bei den Verwaltungsgerichten in Sachsen ab, obwohl ich 200%ig im Recht bin? Dann gucken Sie sich mal an, wie die Struktur ist. Und Sie haben zwar im Grundgesetz garantiert, die Gerichte sind unabhängig und in der Verwaltungsgerichtsordnung letztlich auch, aber die Praxis läuft ja anders. Ich möchte mal Bayern heranziehen. Bayern, das wissen kaum die Bürger. In Bayern gibt es keine unabhängige Verwaltungsjustiz. Das passiert so, wenn Sie gegen den Freistaat kämpfen als Bürger, dann ist das Innenministerium Ihr Gegner. Dann wissen Sie, der Verwaltungsrichter, der vor Ihnen sitzt, der wurde vom Innenministerium ausgesucht und eingestellt als Jurist. Dann wurde er erstmal in der Verwaltung irgendwo eingesetzt und bekam den notwendigen Stallgeruch. Dann wird der Richter auf Probe für ein Jahr. Wenn er sich in der Justiz bewährt oder auch nicht, jedenfalls kommt er erstmal wieder in die Verwaltung zurück. Mhm. Und wenn er dann reif genug ist mit dem Stallgeruch, dann sagt das Innenministerium, das mein Gegner ist, du wirst jetzt Richter auf Lebenszeit auf Staatskosten. Und so ist es in Bayern. Und das ist einfach das, was wir in Polen immer kritisieren. Aber das ist in Bayern ganz genauso. Und dann habe ich mal geguckt, dann ist das ja nicht ganz unbekannt. Die FDP und die Piratenpartei hatten mal eine Volksabstimmung, glaube ich, versucht mit 25.000 Unterschriften dort zu initiieren oder irgendeine Petition oder so. Da sind sie nicht sehr weit gekommen, weil der Bürger das gar nicht versteht. Aber wenn sie jetzt vor einem in Sachsen ist das sehr ähnlich von der Struktur her. Da habe ich mal herausgearbeitet, da gibt es im Parlament, gab es mal den Versuch,
wurde gesagt, also unser System der Verwaltungsgerichtsbarkeit entspricht nicht der Charta. Ja, der Europäischen Grundrechtscharta. Wir sind kein demokratisches Bundesland, was das angeht. Das wurde im Parlament abgeblockt. Aber es gab den Versuch, das zu ändern. Da gibt es ja auch die Parlamentsprotokolle dazu. Das ist schon sehr interessant. Und deshalb werde ich auch in Sachsen bei den Verwaltungsgerichten zu null abgeblockt. Da können Sie sagen, im Gesetz steht A, die machen B draus. Und zwar immer. Mhm. Oder da können Sie mit Befangenheitsanträgen und so weiter versuchen, die Leute zu erreichen. Es geht nicht. Herr Kamenstein, ich möchte hier aufgreifen und nochmal zurück zum Titel der Sendung. Rechtsstaat BRD, wenn Rechtsbruch zur Norm wird, weil das ist ja praktisch ein... Sie haben einfach die Norm, dass Sie die fehlende demokratische Legitimation... Und jetzt kommt das Schönste, weil es gibt ja die Perlen auch der Justiz. Ja, es gibt ja wunderbare Richter. Es ist ja nicht so, dass jeder, auch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, ja, wenn es Bürger gegen den Staat geht. Es gibt einen wunderbaren Richter beim Verwaltungsgericht in Wiesbaden. Der hat gesagt, ich sehe mich selbst als nicht ausreichend demokratisch legitimiert. Und ich gehe jetzt mal zum Europäischen Gerichtshof und frage ihn, bin ich überhaupt ein demokratisch legitimiertes Gericht, das dir, lieber Europäischer Gerichtshof, Fragen stellen kann, weil nur Gerichte können den Europäischen Gerichtshof zur Auslegung des Unionsrechts anrufen. Das hat dieser Richter, das ist schon seit einem Jahr anhängig, das Verfahren. Das ist eine Perle der Justiz. Mhm. Und mir passiert es immer wieder, dass ich an Richter geraten, die einfach nur fantastische, richtige Urteile machen. Das möchte ich also wirklich auch vor 4 Wochen wieder eine tolle Entscheidung, Verwaltungsgericht Darmstadt, die auch durch die auch in der Tagesschau erwähnt wurde und so weiter. Konnte ich da erreichen. Also das ist, ich hätte meinen Job, glaube ich, aufgegeben, gäbe es nicht immer wieder auch diese Perlen, wo Richter einfach gut sind aber wenn und ich richtig entscheiden. Darf ich mal eben eins dazwischen sagen nochmal? Das zeigt ja auch wieder etwas. Ich würde nicht sagen, dass wir, basisdemokratische Sachen und so weiter, das würde ich erstmal hintanstellen. Aber ich sehe wohl, dass die Gewaltenteilung in unserem Land ganz in einem argen Zustand ist. Das heißt also, das Verhältnis von den Parlamenten zur Exekutive, die ja teilweise ja auch nur an der Leine geführt werden, und dann werden sie unter Druck gesetzt, wenn sie nicht dafür stimmen und so weiter. Und diese Gesetze entstehen ja gar nicht mehr im Parlament. Mhm. Ja, kommt Expertise von außen. Die Wirtschaftsunternehmen, Beratungsinstitute und was alles da gibt, die schreiben ja die Texte da inzwischen für unsere Gesetze und für ihre eigenen Sachen. Das heißt also, da liegt einiges im Argen. Und dann ist es dringend notwendig. Also ich denke, wir kommen in Deubels Küche, wenn es uns nicht gelingt, nicht jetzt nur individuell diese Probleme zu lösen auf der Zusammenarbeit zwischen Judikativa und Exekutive. Die Judikative muss eine sehr höheren Grad an Selbstständigkeit und Selbstverwaltung auch haben, so wie es das Verfassungsgericht ja damals nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt hat. Und wie es Grundgesetz aufzeigt. Frau Schlupp, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie jetzt nach eineinhalb Stunden hier genau in diesen anderen Bereich der Sendung gehen, nämlich wie können wir das, was wir im Moment sehen, was im Argen liegt und was höchst gefährlich ist für das Grundgesetz und für unsere gesellschaftliche Norm, wie können wir das ändern? Da möchte ich bei Ihnen weitermachen, Herr Diestel. Sie sind ja schließlich mal Innenminister gewesen. Was glauben Sie, ist dringend überfällig? Was muss denn getan werden, um das, diese Probleme, die hier beschrieben werden, um die mal auszuräumen, weil das ist ja kein Pappenstiel. Also einen wichtigen Punkt haben wir angesprochen, das ist die größere Kritikbereitschaft der Medien in diesem Land. Sie müssen unabhängiger sein, sie müssen auch eine innere Bereitschaft haben, gegen den Stachel zu lecken, sie müssen einfach kritischer wieder werden. Das ist, wenn sie das nicht tun. Muss wieder der Spiegel. Wenn sie das nicht tun, dann muss es andere Regularien geben und die sehe ich im Augenblick nicht. Na, man könnte ja zum Beispiel sagen, also ist mal ein Beispiel, man könnte sagen, Entschuldigung, es ist ja nicht so, dass wenn ihr keine Lust habt, dass das kein Problem ist, weil ihr kriegt GEZ-Gebühren. Ihr müsst das also tun. Und wenn ihr das nicht macht, dann geben wir die GEZ-Gebühren vielleicht mal Leuten, die das tun. Über die öffentlich-rechtlichen rede ich gar nicht. Ob sie das tun? Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Dann würden Sie das begrüßen. Dann, Herr Redakteur, dann machen Sie das vielleicht gerade nicht, wenn Sie das Geld bekommen. Dann sind Sie genauso abhängig wie die anderen. Nein, es muss wieder zu einem kritischen Denken führen. Und die Medien haben ja eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, diese ganze Verfilzung. Ich weiß ja auch, wenn ich ein Anwalt bin, Herr Kollege, ich weiß, welcher Richter die Perlen, von denen Sie gesprochen haben. Natürlich ist der Richter immer doof, wenn er nicht so entscheidet wie ich. Und wenn er mich entscheidet, dann sage ich, das ist ja wieder ein Höhepunkt der deutschen Rechtsprechung. Nein, wir müssen ganz einfach, Herr Professor, Sie haben es angesprochen, diese
Verteilung dieser Kräfte, die, verstehen Sie, diese völlige Unabhängigkeit. Mhm. Ein Richter muss völlig, völlig unabhängig sein. Er muss unangenehm auffallen. Mhm. Und er muss dann seine, und das machen auch viele, muss ich sagen. Und wir müssen den Menschen dieses Grundgesetz erläutern. Wir müssen ihnen einfach sagen, das ist unser Reichtum und das macht uns stärker. Im Gegensatz zu den Polen, ja, im Gegensatz zu den Ungarn, die so etwas nicht verwirklicht haben und vielleicht auch historisch im Augenblick noch nicht können. Das hat uns stärker gemacht. Und deswegen glaube ich, muss man in den Schulen, überall in der Gesellschaft, und Sie müssen mit Ihrem, was, mit Ihrem Bus, wenn ich das richtig verstanden habe, und mit Ihren, mit Ihrer Demonstration noch deutlicher. Ich weiß davon gar nichts, aber ich muss Ihnen ganz offen sagen, Herr Schreier, Sie hatten das angesprochen, 1990 wäre der Zeitpunkt gewesen, eine große Verfassungsdiskussion loszutreten. 1990 war alles offen. Dieses Grundgesetz wäre vom Tisch gefegt worden, verstehen Sie? Das wäre kaputt diskutiert worden. Aber es ist für mich immer noch modern. Und es, die Modernität besteht darin, wir haben ja über diese Corona-Krise gesprochen. Es ist immer noch modern und es wird alles falsch gemacht. Den Menschen werden ganz einfach... Ja, der Punkt ist doch... Den Menschen wird der gute Glaube genommen, der hier drin steckt. Ja, also der Punkt, den ich vorhin meinte, ist ja der mit der verfassunggebenden Versammlung. Das ist ja auch interessant, wenn man sich mit der Gründung des Grundgesetzes befasst. Ich habe das in meinem Buch gemacht, 48, wie waren die Debatten im Parlamentarischen Rat. Da kann man wirklich viel draus lernen. Ja. Der Punkt ist ja der, eine verfassunggebende Versammlung findet statt und es gibt eine riesige öffentliche Diskussion über diese Fragen. Die Menschen sind politisiert und am Ende gibt es eine Abstimmung. Und die hat ja hier nicht stattgefunden. Das waren ja nur die Landesverfassungen, über die es Abstimmung gegeben hat, in Westdeutschland und in Ostdeutschland. Es gibt ja keine bundesweite Abstimmung über eine Verfassung. Und das ist, das kann man ja eigentlich gar nicht glauben. Das ist ja ein unhaltbarer Zustand. Und das ist notwendig. Das ist dringend notwendig. Herr Schreier, wo sehen Sie denn die Chance in der jetzigen Situation, dass wir darüber diskutieren? Und ich glaube, ich möchte mal daran festhalten, ich glaube, wir brauchen wirklich einen Corona-Untersuchungsausschuss, der sich nicht nur um Corona kümmert, sondern generell die Frage stellt, wie kann es sein, dass bei Krisen immer dasselbe Prozedere abläuft? Ja. Und zwar, und es wird immer schlimmer, weil das haben wir zum ersten Mal. Also Lockdown ist das historisch einmalig. Selbst 44 durfte man noch raus. Das muss man sich mal vorstellen. Aber und das Impfpflicht und Corona-App mit Tracking-Daten, die irgendwo landen, und das ist alles so, das musst du hinnehmen. Und dass dann Herr Söder sagt, er ist dafür, dass es eine App gibt und dass geimpft werden müssen, das wird ja schlimmer. Wie können wir wo liegen die Chancen, sagen, ich habe dazu keine Lust mehr? Na, da liegt es doch beim Bürger auch zu sagen, ich mache das nicht mehr. Na, ganz genau. Also die Krise zeigt uns ja allen, dass man viel tiefer angreifen muss. Dass die Strukturprobleme, die Strukturen selbst, wie sie gebaut werden, wie die Leute die Karrieren machen können in unserem System, welche Abhängigkeiten da bestehen, dass das ja nur zu einem verkorksten Ergebnis führen kann. Wir müssen viel tiefer angreifen und wir müssen öffentlich debattieren. Und die Medien, die etablierten Medien, sind dazu immer weniger in der Lage, leider. War auch für mich der Grund, mit zwei Kollegen zusammen ein Alternativmedium aufzubauen, sehr klein. Es gibt viele solche Initiativen oder mehrere solche Initiativen. Rainer Mausfeld sagt, wir müssen den Debattenraum erweitern. Der Debattenraum hat sich verengt. Das finde ich eine wichtige Formulierung. Und ohne dem geht überhaupt nichts. Also dieses offene Diskutieren und all das sehen viele Menschen jetzt in der Krise, die es vorher nicht schon, viele haben es auch schon vorher gesehen, aber viele merken es spätestens jetzt. Lassen Sie uns über etwas sprechen, was Sie, Herr Diesel, schon angesprochen haben. Ich meine, wenn wir über Richter und Politiker und Anwälte sprechen und die Presse sprechen, dass wir dort oben Leute haben, die, sag ich mal, eine Mangelerscheinung haben, nämlich Mangel an Mut, würde ich mal sagen. Mangel an Mut. Dann muss man dafür Verständnis haben, weil Mut bekommt nicht jedem. Also viele, die in Deutschland mutig waren, haben das gar nicht überlebt. Ja, so. Aber da müssen wir eigentlich auch bei der Schule anfangen. Ich meine, wir lernen deutsche Geschichte auswendig. Bei uns heißen die Straßen nach Rosa Luxemburg und Geschwister Scholl. Aber wenn jemand das dann mal tut, das sehen wir ja auch bei Julian Assange oder bei Snowden, dann muss er sich irgendwo verkriechen. Also unsere Dissidenten kommen immer nur aus dem Ausland und sind nur deswegen bei uns Dissidenten, weil sie den politischen Gegner kritisieren. Was können wir tun, damit die Gesellschaft auch diesen Mut von Anfang an fördert? Sagt, ja, lehn dich aus dem Fenster. Und was müssen wir als Gesellschaft vielleicht auch lernen, das auszuhalten, auch wenn der eine ganz komische Meinung hat? Wir müssen uns einmischen, ob wir es wollen oder nicht. Ich trete viel in der Öffentlichkeit auf mit Buchlesungen, Vorträgen und so weiter und so fort. Und dann werde ich immer wieder gefragt, ja, mischen Sie, Herr Diesel, machen Sie doch mit, ich komme auch mit. Und dann habe ich natürlich, weil ich auch faul bin, weil ich bequem bin. Na, Sie hacken Holz. Weil ich gerne Holz hacke, weil ich gerne zur Yacht gehe, weil ich gerne anderen Blödsinn mache. Symbolisch. Deswegen habe ich immer die Generalausrede, ich habe mich schon eingemischt, jetzt seid ihr dran. Aber das ist falsch. Es ist nur eine Ausrede. Herr Karpenstein, wir müssen uns einmischen.
Sonst überlassen wir es den anderen. Und wir müssen das, was wir an verfassungsrechtlichen Widersprüchen erkennen, was wir alle übereinstimmend erkennen, das müssen wir den Menschen erklären. Wir tun es nicht. Also ich tue es zumindest nicht, weil ich sage auch, die Zeit ist soweit. Basisarbeit in einer demokratischen Partei ist das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können. Hm. Waren Sie schon mal in einem CDU-Ortsverband in Mecklenburg-Vorpommern? Ich glaube, das ist mein Albtraum. Ich glaube, das ist der Albtraum. Aber wir müssen uns einmischen. Es muss wieder so sein, dass man einfach... Also da kann ich vielleicht einhaken, weil das ist ja genau der Punkt. Es ist ja ein häufiges Argument, auch in den letzten Jahren immer gewesen, man gesagt, Leute, mischt euch ein, geht in die Parteien, bringt euch ein. Und da sagen viele Leute aus ihrer Lebenserfahrung, tickt's noch richtig, Parteien bewegen doch sowieso nichts. Das ist doch völlig egal, wer regiert. So, das ist ja die These sozusagen, die sich auch oft bestätigt. Und da kommen wir eben zum Punkt, das ist auch ein Punkt in dem Buch gewesen, direkte Demokratie als Ergänzung. Als ergänzendes Mittel. Und was haben wir für eine Geschichte in Deutschland mit Volksabstimmung? Gab es in der Weimarer Republik spannendes Thema? Was ist da gelaufen? Relativ unbekannt. Und auch ein spannendes Thema haben wir bei einer anderen KenFM-Sendung schon ausführlich drüber gesprochen. Wie waren die Debatten dazu in der Zeit 1947, 46, kurz bevor das Grundgesetz beschlossen wurde, gab es ganz wichtige und Debatten, an die man heute anknüpfen kann. Das ging und dann alle waren für die direkte Demokratie. Sehr viele, und der Kalte Krieg hat das dann weggewischt. Diese neue Polarisierung hat das weggewischt, der Angst vor dem Kommunismus, Enteignung und so weiter. Nein, wir dürfen die Leute nicht entscheiden lassen, sonst wird das hier auch so. Mal ganz grob gesagt, und da müssen wir wieder anknüpfen. Es ist ja nicht so, dass jetzt jemand irgendwie die Parlamente abschaffen will, völliger Blödsinn. Aber wir brauchen diese Ergänzung mit bundesweiten Volksabstimmungen und Volksinitiativen, dass auch Gesetze initiiert werden können von der Bevölkerung. Das ist ganz wichtig. Und heute ist ja wirklich das Problem, wenn man sich die Arbeit des Bundestages und der Ausschüsse mal anguckt, wenn man wirklich mal im Detail reinguckt. Offiziell in der Schule lernt man ja, der Bundestag entwickelt die Gesetze und die Gesetzvorlagen kommen fast nur aus der Exekutive. Aber alles, was Sie sagen, geht natürlich theoretisch über die etablierten Parteien. Theoretisch geht das. Theoretisch sind die Parteien dazu da. Mhm. Theoretisch sind die Parteien dazu da, den Stillstand, den wir jetzt alle feststellen und mit klugen Worten beschreiben, zu verändern. Deswegen, ja, aber wir haben eine große politische Krise. Ja. Dieses politische System steht wirklich auf dem Prüfstand. Das heißt, Corona ist jetzt gerade die aktuelle Spitze des Eisberges. Und das heißt, diese Beteiligung am Geschehen und so weiter. Wir sehen so in Corona, ich dachte eben noch, weil Sie sagten, wir haben die Basis verloren, die Presse. Wir haben ja eine interessante Entwicklung, dass diese Basis ja auch teilweise in dieser Krise jetzt entdeckt wird. Da plötzlich tauchen in Talkshows auf einmal eine Krankenschwester auf oder sogenannte systemrelevante Personen. Oder Bodo Schiffmann hat gerade als Arzt eine Partei gegründet, Widerstand 2020, alle und sowas. Innerhalb von wenigen Tagen 30.000 Mitglieder. Richtig, also das heißt, es ist da eine große, oder nehmen Sie die große Klimabewegung, die wir da jetzt also haben, die leidet ja jetzt erst einmal sehr stark unter dieser ganzen Entwicklung. Und die Jugend, die wollen jetzt einfach, die sagen auch, ich war da neulich auch bei einer Veranstaltung, da hieß es dann guck dir die alten Leute an, wie die da alle die Politik bestimmen. Und wenn sie uns dann sehen, da gehörten wir natürlich dann auch schon dazu. Das heißt, die wollen jetzt irgendwo mitmachen. Aber ihre Themen werden nicht gesetzt und sie werden nicht aufgenommen. Das ist das immer. Man sieht ja immer, wie sie dann auch ein bisschen belächelt werden, wenn die jungen Frauen da kommen und so weiter. Ja, mach mal schön und so weiter. Also hier liegt etwas brach im Moment, was noch politisch in das gewissermaßen als Transmissionsriemen entwickelt werden muss. Umgekehrt sehen wir, ich habe das jetzt so ein bisschen beobachtet, eine umgekehrte Entwicklung. Ich habe mich auch mal gefragt, warum sackt eigentlich diese SPD da immer weiter runter in den Keller? Und ein Grund ist natürlich, dass die Grünen im Moment natürlich viel größere Chancen vermitteln, auch für eine persönliche Karriere, sodass der Zuzug in diese Partei natürlich alles auch wieder Karrieristen sind, wie man sie in anderen Parteien in früheren Jahren der Bundesrepublik auch gesehen hat. Also da wird dann sehr schnell diese innovative Kraft dann auch wiederum verbraucht. Und es muss endlich gelingen, dass man sich für eine breite Bewegung schafft, die sich für die Sache interessiert. Aber Herr Vorschäfer, wenn Sie jetzt von breiter Bewegung sprechen, also praktisch alle gesellschaftlichen Schichten, höre ich aber sofort wieder, das meinst also von ganz rechts bis ganz links, also alles querbeet, das ist ja dein Querfront.
Es geht ja darum, dass in Sachfragen... Ja, aber das ist ja dann Querfront. Also wenn die falschen Leute für das Richtige sind und du bist nicht dagegen, dann machst du ja damit. Also jemand, der erzkonservativ ist, ja die AfD wählt und der sagt, wir brauchen mehr Demokratie, da muss ich dagegen sein, weil die AfD ist doof. Na, ich würde sagen, Stichwort Schweiz, um jetzt eine Sachfrage zu lösen, muss ich keine Partei gründen. Sondern man kann für Sachfragen wechselnde Koalitionen bilden in der Bevölkerung. Das ist richtig, aber Herr Schreiber, Sie verstehen... einen gesellschaftlichen Trend. Der sieht so aus, dass die Bereitschaft, sein Leben jetzt in die Familie SPD zu geben, ne, die ist nicht mehr da. Sondern es ist eine mehr, wie in allen Bereichen der Gesellschaft zu beobachten, eine projektorientierte Bereitschaft, sich zu engagieren, teilzunehmen an dieser Entwicklung und dann nach einer gewissen Zeit auch woanders wieder hinzugehen. Herr Vorschaubert, ich finde das, was Sie sagen, absolut richtig. Ich möchte nur mal, wie ich das in der Praxis ständig erlebe. Ich meine, wir machen das beruflich, aber es gibt Leute, die sagen, ich bin nicht Gabelstaplerfahrer oder Krankenschwester und da muss ich mir genau überlegen nach der Nachtschicht, ob ich noch auf eine Demo gehe. Aber wenn das Leute tun, wir haben es am Rosa-Luxemburg-Platz ja gesehen und das sind Leute aller Schichten, dann müssen die sich sagen lassen, weil sie alle Schichten sind, das ist Querfront, da kann man nicht hingehen und das macht die Presse. Das heißt, wenn jemand sich demokratisch engagiert, indem er zum Ausdruck bringt, dass er eine Veränderung wünscht oder Mitspracherecht, dann ist er gleich ein Rechtsradikaler. Da stimmt doch was nicht. Ja, diese Einordnung wird ja auch nicht mehr funktionieren, wenn das starken Zulauf hat. Wenn das jetzt nicht nur 1000 Leute sind, sondern 10.000, dann wird das nicht mehr funktionieren. Das leuchtet dann keinem mehr ein, dass das alles irgendwelche Rechten oder Nazis sind. Also es hängt wirklich davon ab, wie viele Leute jetzt nachdenken und sagen, okay, ich sitze jetzt hier vorm Rechner im Homeoffice, ich bin total frustriert, ich muss jetzt irgendwie in die Aktion kommen. Ja, ja. Mit Leuten sprechen, die ich im Alltag sehe, die Gespräche führen, die Alltagsgespräche, das ist ja die Basis von jeder Politik. Und diese, ich muss es mal so deutlich sagen, diese beschissene Abstandsregelung, auch wenn sie medizinisch im Einzelfall angemessen sein mag, die zerstört ja die Grundlage jeder Politik, jeder demokratischen Willensbildung. Herr Diestel, also, wenn man sich daran erinnert, in der ehemaligen DDR haben sich die Menschen in den Kirchen getroffen. Die Kirchen sind auch zu. Wo will man sich denn organisieren als Bürger, wenn man, ich meine, Streaming statt Straße, da gibt es keine Wende? Ich möchte korrigieren, die DDR ist nicht ehemalig, das ist ein historisch abgeschlossener Prozess. Gut, das mit der Kirche ist für mich als Christ ganz kompliziert gewesen. Ich habe dieses Jahr den ersten Karfreitag ohne Gottesdienst erlebt. Das war für mich unerträglich. Sie kommen aus einer... ich bin evangelisch. Ja, und Sie glauben wirklich, es ist kein Spiel bei Ihnen. Das ist keine Mode, sondern Sie sind jemand, der christlich verankert ist. Also wir hatten ja ausgemacht vor der Sendung, dass Sie mir keine so sehr persönlichen Fragen stellen. Aber ich bin fest im Glauben, aber sehr undiszipliniert. Mhm. Aber zu meiner Disziplin gehört natürlich, dass ich Karfreitag und die ganzen großen Festtage, dass ich mich damit auseinandersetze. Und ich hab das als Unverschämtheit. Ich habe meine evangelische Kirche, diese große Bereitschaft, die Kirchen zu schließen. Als die Pest war im Mittelalter, als wir im Osten Deutschland demonstriert haben, die Kirchen waren für uns immer ein Hort des Schutzes, ein Hort der Geborgenheit. Und das habe ich als großen Frevel empfunden. Und ich habe mit Freunden gemeinsam einen illegalen Gottesdienst organisiert. Also ich habe den nicht organisiert, das hat ein Theologe organisiert, aber ich habe dem versprochen, wenn verwaltungsrechtlich was kommt, wenn Ordnungsstrafverfügung kommt, Sie machen das. Ich war das. Ich mache euch das. Karpenschein, wenn ich Sie früher gekannt hätte, dann hätte ich Sie gebeten. Also ich fand das unerträglich und ich glaube, in der DDR waren die Kirchen etwas und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum ich diese Diskussion um dieses Grundgesetz, um diesen, ich sage mal, durchaus gesellschaftlichen Reichtum, über den wir verfügen, warum man den nicht auch in den Religionsgemeinschaften, Kirchen und so weiter reintragen muss. Denn auch dort sind viele Menschen, die das genauso sehen wie wir. Ich glaube, Religionsfreiheit ist auch ein Grundrecht. Das Ganze ist ein großes Grundrecht. Ja, und das ist Versammlungsfreiheit. Herr Professor, das war für mich der schwerste Eingriff. Mit dem Abstand mache ich nicht, dulde ich nicht. Ja. Ich habe mir einen Schal umgebunden. Wenn einer kommt, dann mache ich den Schal hoch oder auch nicht. Ja. Vielleicht mache ich ihn auch gar nicht hoch und diskutiere. Das war für mich die schwerste Einschränkung. Am Karfreitag, am wichtigsten kirchlichen Feiertag, eben nicht einen Gottesdienst aufsuchen zu können. Darf ich da mal kurz, aber doch nur, weil Ihnen nicht klar und nachvollziehbar kommuniziert wurde, warum Sie das tun müssen. Hätte man jetzt gesagt, pass mal auf, da wütet jetzt die Pest oder sowas in der Kirche oder die droht einzustürzen oder so, dann hätten Sie gesagt, ja gut, muss ich dieses Jahr drauf verzichten. Ja?
Aber das Problem liegt doch wirklich in der Kommunikation. Vielleicht. In der Transparenz. Ja. In der ja, aber auch in der Kommunikation. Ja, Überzeugung auch. Oder in der Überzeugung. Ja, ja. Vielleicht gibt es ja irgendetwas, was wir einfach nicht erfahren, was sagt, warum was soll wir gar er auf nicht wissen, Recht es verzichten. Wurde Ihnen nicht ja, kommuniziert. Ich will nicht verzichten. Nee, verstehen Sie, ich will. Ja, ja. Und nein, aber Sie würden ja verzichten, wenn man Sie davon überzeugt, bleib jetzt draußen. Es gibt 1 Million vorstellbare Gründe, dass Sie sagen, dieses Jahr verzichte die auf den Karfreitag. Sie würden ja auch nicht in die Kirche gehen, wenn da gerade ein Erdbeben stattgefunden hat. Man sagt, irgendwas damit bringst du deine Kinder um. Aber das, Herr Grabenstein, Sie haben völlig recht. Wisst ihr, was das Schlimmste war? Kein Widerstand gegen diese Festlegung. Es gab in Deutschland keinen Widerstand, dass die Kirchen geschlossen werden. Das hat mich so entsetzt, was Sie beschreiben. Das war noch viel schlimmer, dass wir nicht wissen, warum wir eigentlich Herr Karpenstein, was Sie beschreiben, das hat vielleicht mit dem, was Sie sagen, zu tun. Und das ist etwas, was ich für höchst gefährlich halte. Nämlich, dass es reicht, etwas diffus zu machen, was ihr eigentlich so denkt, dann gehe ich damit nicht konform. Es doch, mach es möglichst diffus, dann bekommst du keinen Widerstand. Ich kann mich doch überzeugen lassen, eine Maske aufzusetzen. Da kann man mich doch überzeugen. Hat man bisher aber nicht. Richtig. Ja? Und da bin ich jetzt erwachsen genug und sage, dann setze ich sie auch nicht auf, weil ich bisher nicht davon überzeugt bin. Wir haben aber Maskenpflicht und wir haben auch in Deutschland inzwischen einen Trend, stark zu denunzieren, wenn irgendjemand aber nicht mitmacht. Herr Karpenstein hat genau den richtigen Satz gesagt. Da bin ich erwachsen genug. Das ist zu sagen, du beschränkst meine Grundrechte, du musst mich überzeugen, dann mache ich das. Und die Regierung behandelt... Ich halte an der roten Ampel wie an kleine einer Kinder, befahrenen Straße. Genau. Die Mutti sagt, ihr seid im Kindergarten, ihr setzt euch auf den Topf. Aber dazu gehören jetzt auch die Kinder. Die Kinder gehören auch zu dieser Regierung. Richtig. Richtig. Das ist das Problem. Herr Professor, der große Aufschrei, der hat mir gefehlt. Richtig. Der große Aufschrei, die Unzufriedenheit, die große Aber kommt. Die Frage nach dem... Nachdem, weshalb soll ich das denn tun? Das ist doch immer die Frage. Ja. Warum soll ich? Und ich finde es toll, ich habe 3 Kinder, die mich natürlich immer fragen, warum sollte ich das tun? Sag ich, wir gehen jetzt Mountainbike fahren 2 Stunden. Die sollen. Warum sollte ich das tun? Mhm. Dann muss ich Ihnen schon erklären, erstens, weil ich das sage und zweitens, weil es dir gut tut. Ja, weil es dir gut tut. Ich mache das für dich und du wirst sehen, im Wald ist wunderbar, da sind schöne Tiere, es tut dir gut, es ist anstrengend und hinterher fühlst du dich toll. Das kann ich denen ja erklären, das jetzt vielleicht ein albernes, aber das ist fühlen Sie sich so entmündigt? Ja, das könnte man so sagen, ja, sehr. Ich fühle mich vor allem jetzt schlecht, also die Kommunikation ist eine Katastrophe. Wir fühlen uns unter Niveau behandelt. Ja, aber ich muss mir raussuchen, was sind denn die Gründe? Ja. Was sind denn die Gründe, dass uns die Grundrechte und Grundfreiheiten so weggenommen wurden? Das muss ich mir selbst raussuchen. Ja. Was geht Ihrer Meinung nach im Innenministerium vor, wenn man merkt, es geht so einfach, da könnte man ja theoretisch noch weit einfacher gehen. Ich weiß, es weckt was möglicherweise Fantasien bei Menschen. Was in dem Innenminister vorgeht? Ja, oder ich kann Ihnen das genau sagen. Ein Defizit an... Wir haben 16 Innenminister. An diesen Leuten, die sind von einem Defizit geprägt an Dingen, an die sie gebunden sind, zwingend gebunden. Und ein Ding davon liegt hier auf der Erde. Auch die Landesverfassung in allen Bundesländern lassen das nicht zu, wie wir leben. Und ich glaube, nicht der politische Ehrgeiz, nicht die Absicht, der schönste und der klügste Innenminister zu sein, sondern einfach die Zwänge, die sich aus diesen verfassungsrechtlichen Normativen ergeben. Das muss das Denken dieser Innenminister beeinflussen. Wenn Herr Laschet aus der Reihe tanzt, kriegt er richtig auf die Mütze. Ich möchte von Ihnen mal wissen, Sie waren ja lange Berufspolitiker bei der CDU. Nee, ich habe nur Deutsche Einheit gemacht, da bin ich gegangen. Da war ich Bundesliga-Präsident. Aber Sie haben die wichtigste Unterschrift in Ihrem Leben gelassen, nämlich den Abbau der deutschen Grenzen. So ist das. Ja, das ist schon mal, da bin ich stolz drauf. Das ist schon mal was, das kann nicht jeder von sich behaupten. Aber was erwarten Sie eigentlich von der Politik? Jetzt in der Situation. Wir können sagen, okay, Sie haben Fehler gemacht, Sie hatten Angst, Sie wussten nicht Bescheid. Ich habe nie Fehler gemacht. Was erwarten Sie jetzt? Ich erwarte, dass die Politik elitär wird. Dass sie jetzt elitär wird, dass sie die Elite unseres Landes, unseres Volkes, der Menschen darstellt und dass sie Entscheidungen trifft, dass sie also die Intelligenz einbindet. Dass sie, das sowieso, dass sie erstmal Intelligenz selber, dass sie sich der Intelligenz bemächtigen, dass sie intelligent sind, dazu zähle ich auch Bildung. Aber was gibt Ihnen die Hoffnung, dass das passieren wird? Weil wir riesengroße Regenerationskräfte in unserem Volk haben. Ja, aber von riesengroße. Diese Diskussion zeigt es ja. Das sind 2 Anwälte, Journalisten und alles Mögliche. Diese zeigt ja, dass wir Wege kennen und Wege wissen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, alles das, was uns jetzt an Ungemach, an Epidemien und so weiter verbindet, das werden wir in Deutschland in den Griff kriegen. Ich bin mir ganz sicher, weil wenn Angela Merkel sagen würde, ihr müsst auf ganz besonderen Gründen und uns das sympathisch und
unsere bescheidene Intellektualität erreicht, wenn sie uns das klug erklären würde, dann würden wir auch um 5 aufstehen. Der nicht, der Hamburger nicht, aber wir würden um 5 aufstehen, zur Arbeit gehen und uns einbringen. Ich habe den Eindruck, dass durch das Handeln der Regierung, auch auf Landesebene, ich sehe es ja auch bei uns in Mecklenburg, die Akteure ihre Glaubwürdigkeit so massiv beschädigt haben, dass die Reaktion aus einer ganz anderen Ecke kommen kann. Also muss wirklich sein, dass die Leute jetzt sich organisieren, selber demonstrieren, was ja nun verboten ist. Wir könnten das mal positiv sehen. Ich würde es mal positiv sehen. Die Mecklenburger Akteure. Also wirklich, dass diese Krise, wir müssen endlich zu einer Krise kommen, um nach diesem Stillstand, diesen Verkrustungen der Merkel-Ära tatsächlich jetzt einen Neuanfang. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Corona ist noch Geburtskanal, aber wir sind noch nicht draußen. Corona ist im Moment. Wir haben eine gigantische Verfassungskrise, aber keine Epidemie. Nein. Also das wird eben. Das wird aber jetzt zusammen zu sehen sein. Und ich glaube, nach wie vor so ist es in der Bundesrepublik immer, es wird ein Generationenwechsel stattfinden müssen, was die Trägerschaft anbetrifft. Und da wird diese Klimabewegung wieder zu Fuß kommen. Und vor allem werden die einfordern. Wir können ja sehen, wie viel Geld wir locker machen. Und ihr Dummschwätzer, was ihr alle sagt, was wir hier für die Klimakrise ausgeben können. Oder was alles nicht geht. Was nicht geht. Jetzt geht plötzlich ganz viel. Auf einmal geht das alles. Ja. Und die Finanzkrise haben wir schon gehabt. Alles geht, nur die Klimafrage nicht. Und wenn sich dann in den Unternehmen etwas tut, bei VW und man merkt ja schon, dass da auch jetzt Offenheit da ist, dass man eine Synthese versuchen will. Also zwischen dieser Klimabewegung auf der einen Seite und der Lektion, die wir aus dieser Corona-Krise dann ziehen können. Herr Voschelpoth, wenn man sich überlegt, wie die Republik sich entwickelt hat, da gab es ja in den 60er, 70ern sehr viel Druck durch eine außerparlamentarische Opposition. Ja. Ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass sehr viel Druck von den Universitäten kommt. Möchte ich nur ansprechen. Nein, wir haben hier eine Verbindung zwischen einer sozialen Bewegung und der Wissenschaft. Haben wir ja vorgeführt bekommen, gerade hier in dieser Affäre jetzt auch, da waren es die Virologen. Und bei dem anderen sind es die Klimaforscher. Die werden nur noch nicht so ernst genommen. Aber Herr Voschelpoth, nochmal zurück zu den Universitäten. Mir geht es nur darum, eine gesellschaftliche Kraft zu kriegen, die Dynamik reinbringt in diese Gesellschaft. Ich gebe Ihnen recht. Die Forderung nach Demokratie wieder war. Mit den alten Hüten in den alten Parteien da. Das heißt aber auch letztendlich ziviler Ungehorsam sich über ein Homeoffice hinwegsetzen und sagen, Streaming statt Straße. Die können das auch. Damit können Sie uns gern haben. Aber ich nochmal zurück zu Ihnen. Wie viel Widerstand, wenn wir sehen, wie viel Widerstand 68er von den Universitäten kam und Sie selber, als Sie neulich mal bei KenFM kamen und gingen zurück an die Universität, wurden ja auch angesprochen und haben gesagt, lieber nicht veröffentlichen, ich habe Angst. Und dann habe ich gesagt, was macht der Professor? Wir haben es gemacht. Dann haben sie später gesagt, Gott sei Dank, dass wir es gemacht haben. Also an den Universitäten hat sich das Klima ja auch dahingehend geändert, dass jeder, der nicht für die Regierung ist, sich verdächtig macht. Was ist denn da mit den Studenten eigentlich los? Ja, das war diese Sache, dass da im Vorfeld, wir wollten das ja filmen, dass da sich eine wahnsinnige in Hamburg da ist. Das ist ja eine etwas schwere Entwicklung. Die haben wir teilweise an Universitäten überhaupt, dass dann also so eine sagen wir, militante Einheit da ist und die wollten da das verhindern. Also das muss man dazu sagen. Den Vortrag, ja. Okay. Also das muss man sich mal vorstellen, dass an den Universitäten die Wissenschaftler behindert werden, weil sie der politischen Agenda der aktuellen Studenten nicht gehorchen. Und die ist eben so, dass sie mit Merkel, das ist, wenn man das zusammenzählt, Ja, also was gegen die Presse passiert, die ausschert, gegen Anwälte, die ausscheren, gegen Professoren, die ausscheren. Ja, wer soll denn dann noch ausscheren? Ja, wir haben ja jetzt das Gefährlichste, was eigentlich passieren kann, nämlich die Spaltung der Bevölkerung. Dass ja jeder innerhalb der eigenen Familie, innerhalb des Freundeskreises, hältst du dich an diese Vorgaben? Wenn ich jetzt sage, nein, ich vertraue dir, lass uns umarmen, ja, dann bist du ja vielleicht ein Verschwörungstheoretiker oder unsolidarisch. Unsolidarisch und so weiter. Du hast eine gewaltige Spaltung und du darfst also das aber ich finde es gut. Du hast ein Meinungs. Es muss sein. Ja, aber das ist kein Noch. Nein. Doch, wir müssen Spaltung. So viel bewegen in Deutschland. Ich weiß auch noch nicht. Also diese Gesellschaft geht. Hat ihren Konsens, da gebe ich dem Kollegen recht, aufgegeben. Ja. Wir haben keinen gesellschaftlichen Konsens. Das brauchen wir doch nicht. Aber wir sollten wenigstens einen Konsens haben, dass jeder seine Meinung äußern darf und der anderen zuhört. Das ist dieser Konsens. Das und ist der unser gerade Konsens. Weg, genau. weil wir gar nicht mehr zuhören, der weil viele in Angst versetzt werden. Ja. Und wie ein Freund von mir sagt, er fährt an der Nachbarin vorbei, mit der er eigentlich jeden Abend grillt. Und dann springt die wie ein Känguru rückwärts in den Wald und schmeißt sich flach auf den Boden, weil er mit dem Fahrrad bei ihr vorbeifährt. Ja?
Und wie sollen die sich denn jetzt wieder in den nächsten Wochen irgendwann abends da zusammensetzen und über irgendetwas offen diskutieren? Soll sie einsehen, dass ihre Angst umsonst war? Oder soll er einsehen, dass er völlig das unterschätzt hat? Also Demokratie und Hysterie passt nicht zusammen. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber dann sind wir noch mal bei dem vermittelnden Medium, der Transmissionsriemen. Die Leute erfahren ja all das, was sie da erfahren, aus Massenmedien. Keiner geht zu Herrn Drosten oder guckt mal nach. Was tun denn die Massenmedien hier eigentlich? Werden sie ihrer Verantwortung eigentlich gerecht? Oder sind die Massenmedien heute das Spaltmedium? Ja. Also Sie müssen doch immer sehen, wer steht denn dahinter. Ich wollte gerade, da kann ich kurz einhaken. Es gibt ja, das ist interessant, in den Medienwissenschaften, das habe ich auch erst vor ein paar Jahren erfahren, gibt es diese Indexing-Hypothese. Das ist es gibt eine Theorie, die untersucht, was wird eigentlich in den Medien wiedergegeben und welche Meinung nicht. Und die Theorie, die ist auch ganz gut bestätigt inzwischen, ist, es wird immer das wiedergegeben, wofür es eine Interessengruppe gibt, die auch im Parlament vertreten ist oder irgendwie gesellschaftlich mächtig ist. Das findet auch Eingang in die Medien. Das ist diese und wenn es eine große Koalition gibt, im Bundestag alle einer Meinung sind, sind die Medien auch alle einer Meinung, weil da ist ja nichts, woran... Sie spiegeln quasi. Die spiegeln nur, die müssen sich hinter irgendwas verstecken, die meisten Medien. So funktioniert das Geschäft nun mal. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, wir werden größere Medienvielfalt auch nur dann erreichen, wenn sich gesellschaftlich mehr Vielfalt organisiert und auch sichtbar organisiert. Und bei den Medien kommt die Angst dazu, dass sie wirtschaftlich da kollabieren. Ja. Denn man sieht ja an der Süddeutschen, in welchem Verbund die ja jetzt schon integriert worden ist. Und wie seifig und gleichförmig die schreibt. Und das ist toll. Ja, das ist... Ist doch nicht mehr das, was es früher mal war. Und nehmen Sie es nicht übel. Warum stellt man nicht fest, Sie sind Historiker, ich habe das mit Begeisterung gelesen über Sie, was man über Sie lesen kann. Wir hatten mal Adenauer, der Name ist häufig gefallen, Ludwig Erhard, Kiesinger, Willy Brandt, große, große Köpfe. Wo sind die Köpfe heute? Was sind das? Wer soll sich dann hinter diesen Leuten, wir haben über den Niedergang der SPD eben gesprochen, eine wichtige Partei, für mich vielleicht sogar die wichtigste, obwohl ich Christdemokrat bin, weil sie eine große deutsche Geschichte hat. Wo sind die Köpfe, was sind das für Figuren, die bewegen doch keinen mehr. Es ist gar nicht mehr so, dass das Parteiensystem im Eimer ist, die Leute sind im Eimer, es ist keine Elite. Ich bin der Meinung, es müssen wieder Leute aus der Wirtschaft, aus der Kanzlei, Kabenschein, der hat noch nie eine politische Funktion gehabt. Ich mal was kurz sagen zu den großen Leuten. Kann es nicht einfach auch nur sein, dass Sie in einem gewissen Alter ändert man ja seine Perspektive? Das, was für Sie als 35-Jähriger der Bundeskanzler Helmut Schmidt vielleicht dann eine richtig große, schillernde Figur war, dass er das mit 60 eben nicht mehr ist. Ja, oder das für den 30-Jährigen würde ich gerne mal fragen, ist für dich jetzt die Kanzlerin und Herr Spahn, sind das vielleicht Leute, die dich jetzt prägen als 25-Jähriger? Also da würde ich schon vorsichtig sein, dass man sagt, damals war alles besser. Wir hatten andere Perspektive. Wir hatten einfach andere Perspektive, andere Köpfe. Das jetzt anders wir hatten andere Köpfe, die diskutieren konnten, die auch Widersprüche aufgenommen haben, die intellektuell in der Lage waren, Menschen zu führen. Herr Distel, was Sie ansprechen, hat aber mit Sicherheit auch damit zu tun, dass diese Menschen zumindest gestreift oder erlebt und überlebt haben, etwas, was man Krieg nennt. Das prägt massiv. Vielleicht, ich möchte mal hier Reinhard Grebe zitieren, 70 Jahre Frieden sind zu viel. Ich weiß, es ist böse, aber ist es vielleicht das? Ich weiß gar nicht, was ich verlieren kann. Es ist die Situiertheit, es ist die Vollgefressenheit von uns. Aber ich möchte 70 Jahre Frieden, ist viel zu wenig, es müssen 140 oder 210 werden. Aber Sie wissen, was ich meine. Natürlich weiß ich, was Sie meinen. Es ist eine gewisse Zufriedenheit eingetreten. Und jetzt ist unser Deutschland und auch unser Europa in eine kritische Phase eingetreten. Und meine Herren, es wird nie wieder so, wie es mal war. Es wird nie wieder mal so, Wir werden also das, was wir jetzt erleben, das ist für Sie jetzt nach 9-11 und Bankenkrise, das ist jetzt eine echte Zäsur? Das ist eine riesige Zäsur. Das Ergebnis, über das wir, das diese Diskussion ausgelöst hat, das uns nachdenklich gemacht hat, das uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir massive Verfassungsbrüche erleben und gestalten im Augenblick gerade. Dieser Ausgangspunkt wird Deutschland und Europa gigantisch verändern. Ich bin mir nicht sicher, Herr Kollege, ob Europa dann noch das sein wird, was wir mal gestaltet haben. Bin ich sogar sicher. Ja auch hier, weil ich glaube, es ist wirklich Zeit, jetzt etwas globaler zu handeln. Und es gibt ja dieses, was der Bodo Schiffmann, ich habe das von der, zufällig, weil der Algorithmus von YouTube sich geändert hat in den letzten Monaten, tauchte das zufällig auf. Ich dachte, wie viele andere Schwindelambulanz sind, ist ja toll, da wird geschwindelt. Der Parteiengründer meinen Sie jetzt. Ich habe das zufällig vom Ersten aus gesehen, Schwindelambulanz, gucke ich mir an, sage, oh Gott,
der rede mir ja fast nach dem Mund, was ich immer dann kritisch sehe, wenn ich jemandem so folgen kann. Aber das tut er bis heute, ist ganz toll. Und ich glaube, ich werde jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben, werde ich in eine Partei gehen. Ich werde das auch machen. Aber ich möchte mal bei Ihnen bleiben, Herr Karpenstein. Wenn auch Herrn Bodo Schiffmann 4 Videos gelöscht werden und Google das einfach tut, bei uns haben Sie das auch schon getan. Sie haben bei uns Mediziner, die wir interviewt haben, gelöscht, weil es nicht den Regeln der WHO. Ist das nicht gefährlich für die Pressefreiheit? Nein, das ist natürlich total gefährlich. Aber das ist genauso gefährlich, wie wenn Sie jetzt als rechter Verschwörungstheoretiker betitelt werden. Das ist natürlich ein Unding, aber da müssen Sie erstmal, kommt dann die Überlegung, ist YouTube nicht eigentlich eine privatrechtliche Plattform, ist die überhaupt an die Grundrechte gebunden? Und das hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, jetzt auch gestern mit dem Markus Fiedler. Ja, die sind an die Grundrechte gebunden und ich schalte mich da auch gerne ein mit aller Macht, weil es geht ja nicht nur um die Meinungsfreiheit natürlich nach dem Grundgesetz, sondern auch nach der Charta. Wir sind dann auch wieder im Europarecht, wir haben dann den EuGH. Da kann nicht jeder machen, was er will. Nein, das ist natürlich gegen YouTube und den Staat, das sind schon große Gegner, das mache ich ja ganz gerne. Grundrechte sind geltendes Recht, also insofern. Ja, Moment, aber ich kann bei Ihnen, ich kann immer noch sagen, wenn Sie jetzt über meine Plattform etwas veröffentlichen, sage ich, das gefällt mir nicht, die Meinung, das streiche ich. Da stellt sich schon die Frage, inwieweit ist es meine Freiheit zu sagen, bitte über meinen Kanal äußerst du dich nicht. Ja, das ist ja schon... Ich halte nur die Gültigkeit der Grundrechte für den natürlich, da darf ich nicht. Es ist doch die Frage, aber ist ein juristische Person daran gebunden. In Amerika können Sie das gegenüber YouTube nicht durchsetzen. In Deutschland habe ich mit Freude gelesen, dass auch das Kammergericht gesagt hat, letztes Jahr, ja, YouTube ist an die Meinungsfreiheit gebunden. Das ist ja so ähnlich wie bei Wikipedia, wo auch klar gemacht wurde durch ein Gerichtsurteil, dass nicht jemand sich hinter einem Pseudonym verstecken kann und einfach großartig Leute diffamieren. Ja. Das wird aber von den Massenmedien überhaupt nicht publiziert. Großartig, normal. Das ist eigentlich Normalität. Ich halte das für normal, für völlig normal. Ja, aber es ist nicht so abwegig zu sagen, pass mal auf, YouTube entscheidet, was dort veröffentlicht wird. Ja, das ist ja schon, dass Sie sagen, ich bin doch eine juristische Person, gelten die Grundrechte und Grundfreiheiten eigentlich für mich. Also die mittelbare Wirkung von Europarecht und von den Grundfreiheiten, das ist schon eine juristisch interessante dahinter Frage. Steckt ja ich bin noch froh, dass die Gerichte bisher in Deutschland so entschieden haben. Weil in Amerika ist es anders. Ja. Da steckt ja noch eine größere Frage dahinter. Wie ist unser Mediensystem organisiert? Wir haben ja in der Regel ein privates Mediensystem, was natürlich dem Gedanken einer demokratischen Willensbildung, das beißt sich in gewisser Weise. Ja? In einem privaten Mediensystem bestimmen die Eigentümer, was dort veröffentlicht wird. Das ist ja ganz klar, kann ja gar nicht anders sein. Ja. In Deutschland haben wir das öffentlich-rechtliche Mediensystem aus dieser Erfahrung heraus, dass das nicht reicht, dass man das anders organisieren muss. Das funktioniert jetzt nicht mehr vernünftig, weil es keine ordentlichen Prüfgremien dort gibt. Wenn dort Beschwerden kommen, werden die abgebügelt. Der Rundfunkrat ist wirklich ein stumpfes Schwert. Also ich habe das auch schon öfter probiert, gesagt, das ist nun wirklich nicht ausgewogen. Ich habe auch kritisiert, dass ich jetzt einen NDR-Podcast mir anhören muss seit Wochen, wo immer nur ein einziger Arzt redet. Das kann doch nicht sein. Also 390.000 Ärzten in Deutschland. Ja, wenn ihr das Format Podcast Corona macht, dann bitte macht doch die im Artikel 11 des Rundfunkstaatsvertrages ja festgeschrieben. Völlig richtig. Vielfalt, die muss ja machen. Was ich sagen wollte, Thema YouTube, was dürfen die nicht? Dahinter steht ja die Frage, über welche Medien strukturell verständigen wir uns eigentlich in der Gesellschaft? Warum verständigen wir uns eigentlich über ein amerikanisches Videoportal miteinander? Ja, Wahnsinn. Ja, warum eigentlich? Weil Sie bei Anne Will nicht eingeladen werden, Herr Steyer. Ja, deshalb. Ja. Genau. Oder warum stellt der Staat nicht so etwas wie YouTube zur Verfügung? Oder gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich. Nicht, das wäre, aber deswegen muss ich mal eine Lanze brechen, wirklich für die Richter hier am Kammergericht, die gesagt haben, das war vorher mir gar nicht so klar, dass die knallhart gesagt haben letztes Jahr, erstens, YouTube kann hier verklagt werden und YouTube ist an die Meinungsfreiheit gebunden. Mhm. Und natürlich darf man dann als YouTube ist dann auch gebunden an das Strafgesetz, wenn dort einer wirklich über die Maßen beleidigt wird und so weiter und das ist von der Meinungsfreiheit jetzt nicht mehr gedeckt, dann darf YouTube das auch löschen. Mhm. Ja, weil irgendwo... Ja, weil sie in Haftung was geraten. Ja wieder eine Zensur ist. Es ist ja immer die Frage, wo beginnt Zensur und wo ist Verantwortung, weil da jemand hetzt.
Herr Distel, Sie haben mich vor der Sendung gefragt, wie lange die Sendung geht. Ich habe Ihnen gesagt, naja, so 2 Stunden wird sie gehen. Die 2 Stunden sind bereits rum. Wir haben sie bereits überschritten. Ich habe Ihnen das vorher gesagt, ja. Aber also, eine Sendung, wenn sie etwas kürzer wird, wird sie schneller fertig. Wir schneiden sie ja nur also zwischen den Kameras und nicht dazwischen. Also sie kommen genauso in Wort und Bild vor, wie Sie es hier gesagt haben. Deswegen würde ich jetzt gerne zum Schluss kommen, weil wir sie schnell raushauen wollen, damit sie aktuell bleibt. Ich möchte, weil wir, glaube ich, hier gerade schon an diesem heißen Punkt sind, wir erleben das, was wir im Moment erleben, als eine wirkliche Zäsur. Ich glaube, das sehen wir alle hier so, die wir hier sitzen, aber auch da draußen. Das hat es so noch nicht gegeben. Lockdown, also sich selbst einsperren müssen und der Bevölkerung wirklich die Schnauze, den Mund stopfen, ja, das kann man ja wirklich so die Fresse polieren, um es mal hart zu sagen. Und dass alle das sich daran halten. Und ich bin mit meiner Freundin im Park gesessen und da kam die Polizei und hat gesagt, also entweder auseinander oder es gibt Stress, ja. Also den Sicherheitsabstand sage ich, wissen Sie, wir haben Sex, was soll der Quatsch? Aber das ist einfach so. Lassen Sie uns an diesen Punkt kommen. Was ist die Aufgabe der Bürger, die darüber mit Sicherheit auch empört sind? Was sollen sie tun, um den Zustand der Republik und wohin es geht, nicht den Politikern und den Medien zu überlassen? Was ist Ihre Aufforderung als Schlusswort von Ihnen an dieser Stelle? Was erwarten Sie vom Bürger? Was soll man tun? Ich meine, Sie haben ja in der DDR lange trainiert. Was ist jetzt nötig? Ganz einfach ziviler Ungehorsam, Zivilcourage, Knüppel rausholen und im Rahmen der Normativität unseres Landes, unserer Rechte tätig werden. Denn diese Rechte sind im Augenblick beschnitten. Ich halte sie für rechtswidrig beschnitten. Der Mensch muss zivilen Ungehorsam pflegen. So wie Sie das vorhin von den 68ern gesagt haben. Und danach, wir müssen uns einfach einmischen. Wir müssen böse sein, wir müssen aggressiv sein. Wir müssen natürlich die staatliche Gewalt akzeptieren, das staatliche Gewaltmonopol akzeptieren, aber wir müssen uns im Rahmen unseres kritischen Denkens einmischen. Anders geht's gar nicht. Peter Michael Diesel, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Herr Schreier, was ist jetzt notwendig? Also ich denke, das sage ich auch nicht zum ersten Mal, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir miteinander sprechen über die Gräben hinweg. Also mit Leuten reden, die ganz klar anderer Meinung sind als ich und diese Gespräche einfach kultivieren. Gespräche kultivieren, das ist für mich die Grundlage von jeder Veränderung. Und wenn jeder in seiner Blase bleibt und nur mit seinen Kumpels, die genauso denken wie er, sich aufregt, wird sich nichts ändern. Wir müssen wirklich eine andere Kultur finden, eine andere Diskussionskultur, respektvoll sich zuhören, Gemeinsamkeiten suchen und ziviler Ungehorsam. Josef Forschepoth, Sie als Historiker wissen, dass Geschichte sich auch unheilvoll immer wieder, zumindest teilweise, wiederholen kann. Wenn man sich die deutsche Geschichte anguckt, will das kein Mensch. Was ist jetzt nötig aus der Sicht eines Historikers, um hier zu sagen, jetzt ist Feierabend, jetzt müssen wir was machen? Also spontan kam mir so die Idee, habe mutig deines Verstandes zu bedienen und greife ein in das Geschehen, denn du bist ein sozialer Mensch. Und deine Aufgabe ist es gerade als Intellektueller oder als gebildeter Mensch, alle die Wohltaten, die wir von dieser Gesellschaft erfahren, da einen Beitrag zu leisten, um sie in eine neue Entwicklung, in eine neue Richtung zu lenken. Und die Aufgabe steht vor uns. Das heißt, da ist jeder gefordert, auch präsent zu sein auf der Straße? Ja, absolut. Und zwar genau das würde ich voll unterstützen, bis hin, sag mal, bis, wenn man jetzt oben und unten sagen will, also von dem Kleinsten bis hin zum Professor und alle edlen Berufe, die wir ja hier versammelt haben, die ja alle notwendig sind, um dieses große Werk dann in Angriff zu nehmen. Nicht? Ich habe vielleicht noch eine kurze Erinnerung daran, ich habe einen Vortrag gehalten im Ruhrgebiet, wo ich also bislang noch nicht so, aber durch meine Nähe hier bin ich da hingefahren, hatte dann die Bude voll, 250 Leute am Abend. Wir haben auch 3,5 Stunden diskutiert und dann saßen die da und die waren derartig geladen, weil sie jetzt plötzlich eine Beziehung herstellten, weil da natürlich auch Kommunisten da waren in dieser Veranstaltung. Meine Großmutter und meine das und erzählten das, was ich in meinem Vortrag dann gesagt habe und sagten, das darf uns nicht wieder passieren. Das heißt also, es ist in verschiedensten Bereichen in unserer Gesellschaft ist Bewegung drin. Herr Forschepoth, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben, hier nach Berlin zu kommen. Rolf Karpenstein, Sie sind ja ein Mann, der sich gerne mit dem Staat anlegt. Was erwarten Sie jetzt von dem klassischen Bürger, wenn er diese Sendung gesehen hat? Soll er raus auf die Plätze, auch wenn die Kanzlerin weiter sagt, Homeoffice unbegrenzt dauerhaft? Also ich erhoffe mir erstmal von dem Bürger überhaupt, dass er einfach anfängt, alle Positionen sich erstmal zu informieren. Genau. Ja, sich wirklich zu informieren und nicht jetzt stur nur
also diese, was wirklich das Wort Medienkompetenz finde ich schon toll, dass er diesen Forschungsdrang hat, wie das meine Kinder haben, um die Ecke zu gucken, überall und sich gar nicht jetzt so vorschreiben lassen, dass man einfach auch mal sich wirklich informiert, sich eine eigene Meinung fasst und dann kann ja jeder entscheiden, was er macht. Dann sollte er einfach den Mut auch haben, pass mal auf, für mich ist diese Gefahr, ich habe mich jetzt informiert, für mich ist die Gefahr so real, ich halte mich daran und ich gehe sogar noch weiter, ja, und ich mache mir vielleicht eine Narrenkappe ganz rüber, ja. Ja, und verstecke mich total. Burka-Pflicht. Burka-Pflicht oder was auch immer, ja. Ganz neu. Das soll jeder sich selber überlegen. Das Zweite ist, dass man den Leuten auch wirklich zuhört, auch wenn einer eine andere Meinung hat und nicht immer sagt, oh, dieses, das verstehe ich auch gar nicht, rechter Verschwörungstheoretiker, das ist die Adelung, wie der Herr Schiffmann auch gesagt hat. Ja, das ist doch heutzutage, das verstehen vielleicht viele noch gar nicht, aber es ist schon die Adelung, wenn, da wird man ja wahrgenommen. Ja, erst wenn man beschimpft wird, wird man auch wahrgenommen, Sie wissen das besser ja. als ich, ja. Und dann den Widerstand natürlich, ich kann den einfacher machen, weil ich sage, ja, dann kommt doch, dann schleppt mich doch weg, dann gib mir doch ein Bußgeld, weil ich jetzt hier gepicknickt habe oder was auch immer. Meditiert. Oder meditiert. Aggressiv meditiert. Ja, ich habe natürlich diesen Mut habe ich, aber den hat ja nicht jeder, das weiß ich ja, das traut sich ja gar nicht jeder. Wir können uns wehren, das ist so. Ja, das ist ja so, dass wir von Berufswegen, kann ich auch 5 völlig voreingenommenen Richtern beim Bundesverwaltungsgericht meine Meinung ins Gesicht sagen und kann denen sagen, ich habe das auch Herrn Rennert mal gesagt ins Gesicht, da wird er sich, wenn er das jetzt hier sehen sollte, auch daran erinnert, der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, dass ich immer in den mündlichen Verhandlungen, wenn ich vor ihm stehe oder was von ihm lese, denke ich, wann ist eigentlich Artikel 20 Absatz 4 das Widerstandsrecht erreicht? Das habe ich ihm ins Gesicht gesagt. Nach 2 Tagen mündlicher Verhandlung, wo ich merkte, er blockiert brutal. Und dann gab es auch Herrn Deiseroth, wer Sie vielleicht kennen, Herr Deiseroth sagte, ja, richtig so, Knüppel aus dem Sack. Mhm. Ja, und dann habe ich diesen Prozess wirklich mit Pauken und Trompeten gewonnen. Mhm. Ja, also diese Widerstand, das traut sich nicht jeder. Herr Rolf Karpenstein, ich bedanke mich auch bei Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Wirklich ganz großartig. Ich glaube, den Ausreiseantrag in die eigene Meinung muss man sich von niemandem genehmigen lassen. Das muss man einfach selber machen. Ja. Das war eine weitere Spezialausgabe an dieser Stelle von Positionen Politik verstehen. Das Thema der heutigen Sendung, es ging natürlich ums Grundgesetz, aber wir haben einen Claim, nämlich Rechtsstaat BRD, wenn Rechtsbruch zur Normalität wird, ist leider so und das sollten wir uns als Bürger nicht bieten lassen. Denn ich möchte Herrn Diesel nochmal zitieren, wenn wir uns das gefallen lassen, haben wir es nicht anders verdient. Aber es ist ja nicht nur unsere Welt, es ist auch die Welt unserer Kinder und dafür können wir nicht einfach sagen, mal sehen, was daraus wird, denn wir haben an dieser Stelle die Verantwortung. Und vor allem, wenn man immer auf die DDR-Bürger guckt oder unsere Großeltern guckt und fragt, warum habt ihr denn damals euch das so lange bieten lassen. Jetzt ist die Stunde der Bewährung. Das ist eine Zäsur und jetzt sollte man sich mal gerade machen. Mein Name ist Ken Gebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Wir sehen uns auf der Straße beim aggressiven Meditieren.